Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Vortragsreihe Making Sense of the Digital Society, die digitale Gesellschaft sinnvoll gestalten, die die Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft entwickelt und durchführt. Wir haben mit dieser Reihe im Dezember begonnen, da hatten wir Manuel Castells zu Gast. Und die Reihe wird sich noch über das gesamte Jahr erstrecken und wir werden Ihnen im 6- bis 8-wöchigen Rhythmus hoffentlich sehr spannende Gesprächspartner vorstellen. Inspiriert wurde die Reihe durch die vielfältigen Ambivalenzen, die sich mit dem digitalen Fortschritt verbinden und zu denen wir uns alle permanent verhalten müssen, sei es nun im privaten Bereich, sei es im beruflichen Kontext, und die uns permanent neu herausfordern, da die technologischen Entwicklungen in einem so rasanten Tempo erfolgen, wie wir uns das alle wahrscheinlich vor wenigen Jahren noch gar nicht haben vorstellen können. Einerseits bieten sich durch die Digitalisierung enorme Innovationspotenziale, die die Kommunikation, die Produktion und die Möglichkeiten zur Partizipation geradezu revolutionieren. Andererseits offenbaren sich gerade dadurch für freie und demokratische Gesellschaften ungeahnte Risiken und Gefahren, da der digitale Markt von wenigen global agierenden und reichlich intransparenten Internetunternehmen dominiert wird und Big Data ungeahnte Möglichkeiten zur Überwachung, aber auch zur Manipulation menschlichen Verhaltens bietet. Hinzu kommt natürlich die Anonymität des digitalen Raumes, die natürlich auch eine Art Schutzraum bietet, die aber von vielen Menschen ausgenutzt werden und sodass wir immer wieder beobachten müssen, dass es zu rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen im Netz kommt. Stichworte sind hier Hate Speech, Fake News etc. All diese Tendenzen sind natürlich nicht neu, die lassen sich seit mehreren Jahren beobachten. Nun haben sie allerdings eine Dimension erreicht, die unserer Einschätzung nach wirklich erfordert, dass man die Debatte um digitale Teilhabe und um die Debatte um die Ausgestaltung, auch die juristische Ausgestaltung des digitalen Raums in einer sehr viel breiteren Öffentlichkeit führt. Und darum freuen wir uns, dass wir mit unserem Anliegen auf so ein großes Interesse stoßen und Sie auch bei der zweiten Ausgabe wieder so rege erschienen sind. Wir haben uns dafür entschieden, auf die vielfältigen und tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die sich mit der Digitalisierung verbinden, eine europäische Blickweise zu richten. Das heißt, wir werden in den kommenden Monaten insbesondere führende Intellektuelle einladen aus Deutschland und aus dem europäischen Kontext, die wegweisende Ideen und wegweisende Visionen zur Gestaltung der digitalen Gesellschaft entwickelt haben. Und wir laden diese Menschen ein, aus ihrer Disziplin, aus den unterschiedlichen Fachrichtungen, denen sie entstammen, den digitalen Wandel für uns zu erklären und uns die komplexe Gegenwart und die noch unüberschaubarere Zukunft etwas verständlicher zu machen. An dieser Stelle möchte ich auch schon enden. Wir sind nicht da, um die einführenden Worte der Veranstalter zu hören, sondern Sie sind natürlich gekommen, um den Gast des heutigen Abends, Herrn Professor Dr. Christoph Neuberger von der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu hören, auf den wir uns alle sehr, sehr freuen und der zu dem Thema Demokratie und Öffentlichkeit in der digitalen Gesellschaft zu uns sprechen wird. Ich wünsche uns allen einen gleichsam inspirierenden und erkenntnisreichen Abend und ich übergebe das Mikrofon nun an den Moderator des heutigen Abends, an den von uns hochgeschätzten Kulturjournalisten Tobi Müller, der Ihnen unseren Gast gleich noch etwas genauer vorstellen wird. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Milena von der Bundeszentrale für politische Bildung, für diese einführenden Worte. Ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen inhaltlich. Es wurde schon gesagt, Sie wollen nicht uns zuhören, sondern unserem Gast. Ich möchte vielleicht doch noch versuchen, eine kleine Schneise zu schlagen in den Abend. Sie kennen natürlich die Stichworte. Sie haben ja nicht nur mit den USA zu tun. Man kennt auch hier die Lügenpresse, Wort des Jahres vor 3 Jahren, glaube ich, oder vor 4 Jahren hier in Deutschland. Natürlich die Fake News, die Hate Speech. Es kommt etwas ins Rutschen. Wir wissen das alle. In meinem Heimatland, in der Schweiz, wird am 3. März darüber abgestimmt vom Volk, ob die SRG, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, abgeschafft werden soll, ob die Gebühren, die Zwangsgebühren, wie gesagt, wird von den Initianten abgeschafft werden soll, was faktisch einer Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen in der Schweiz gleichkommen soll. Vor 10 Jahren undenkbare Vorgänge, die sich jetzt quasi nach und nach normalisieren. Dass die passieren, wissen wir. Was wir vielleicht noch nicht so richtig wissen und was heute Thema sein wird, ist, wer spricht hier eigentlich? Was sind das für Ansprüche, die an wen gestellt werden? Was für Normen an die Öffentlichkeit und an die Medien werden eigentlich damit formuliert? Lassen die sich überhaupt irgendwie beschreiben? Wie kann die Wissenschaft sie beschreiben? Wie kommen wir hier zu einem neuen Instrumentarium, um auch solche Phänomene, die so schnell ins Rutschen gekommen sind, besser zu beschreiben? Das werden wir heute unter anderem, glaube ich zumindest, erfahren von unserem Gast. Herzlich willkommen. Willkommen zu Making Sense of the Digital Society. Es gibt einen Hashtag natürlich heute Abend, Digital Society. Sie haben die Möglichkeit, da Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben nach dem Vortrag und nach dem rund halbstündigen Gespräch, das ich mit dem Gast führen werde. Geht es auch um Sie. Man kann schlecht über das Internet reden, ohne ein partizipatives Modul einzubauen. Das wäre einigermaßen lächerlich, wenn wir gerade darüber sprechen, dass die tradierten Modelle vielleicht nicht mehr so richtig greifende Öffentlichkeitsbeschreibung. Und wir werden auch gefilmt. Wir haben unsere eigenen Kanäle. Das gibt es zu sehen auf alex-berlin.de. Das ist ein lokaler Community-TV-Sender hier in Berlin und natürlich auch als Stream eingebettet in die Webseiten der Partnerinstitutionen hier, also bei der bpb.de, Bundeszentrale für politische Bildung, und auf hiig.de beim Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Sie kennen vielleicht die Standardsituation, wenn es um Technologie oder Medienkritik gibt, seit es Medien und Technologie gibt. Es gibt ganz grob gesagt 2 Lager. Man könnte das fast bipolar nennen, wenn man einen klinischen Begriff benutzen möchte. Nämlich es gibt die Euphoriker und es gibt die Depressiven. Es gibt die, die sagen, das wird alles gar nichts, das Ende der Zivilisation ist erreicht. Und es gibt die, die immer das neue Heil, den neuen Messias in einem neuen Medium quasi sehen möchten. Unser Redner heute Abend hat deswegen so ein großes Renommee, weil er natürlich weder zu den Depressiven noch zu den Euphorikern gehört, sondern da eigentlich immer einen sehr kühlen Kopf bewahrt hat. In seinem Feld der Kommunikationswissenschaft und der Medienforschung gilt er als Visionär, ganz besonders in Deutschland, weil er früher als andere erkannt hat, dass, wie ich schon gesagt habe, die tradierten Modelle, um so etwas wie Öffentlichkeit und Demokratie zu beschreiben, vielleicht nicht mehr ganz ausreichen, um das zu beschreiben, was uns gerade allumfassend umgibt. Dafür unter anderem hat er vor gut einem Jahr, im Dezember 2016, den Schelling-Preis gekriegt von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Vor 2011 hat er in Münster gelehrt, seit 2011 ist er an der Ludwig-Maximilians-Universität LMU in München als Professor tätig und leitet dort auch das Institut für Medienforschung und Kommunikationswissenschaften, andersrum für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung, Entschuldigung. Sein Vortrag hat heute einen sehr umfassenden Titel. Man kriegt das nicht oft von Wissenschaftlern, die sich immer so ein bisschen scheuen, quasi das richtig journalistische dicke Brett zu bohren, wo quasi alles drin ist. Wir sind sehr froh, dass er das für heute tut. Er heißt nämlich Demokratie und Öffentlichkeit in der digitalen Gesellschaft. Danach gibt es den Talk, dann sind Sie dran. Jetzt bin ich sehr froh, dass er heute bei uns ist, safe und rechtzeitig angekommen aus München. Herzlich willkommen, Professor Christoph Neuberger.
Ja, besten Dank für die Vorschusslorbeeren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Mir ist ein Thema aufgetragen worden. Herr Müller hat es bereits angedeutet, dass einem eine ganze Menge Respekt einflößen kann. Demokratie und Öffentlichkeit in der digitalen Gesellschaft. Unschwer ist erkennbar, dass es heute irgendwie um das Große und Ganze gehen soll. Eine Gesamtsicht auf diese digitale Gesellschaft, das ist sehr spannend, sehr notwendig, allerdings auch eine sehr große Herausforderung. Normalerweise neigt man ja dazu, sich den Einzelheiten zuzuwenden. Man beschäftigt sich mit den Aktualitäten in den Medien. Wir als Forscher verlieren uns in irgendwelchen sehr speziellen Forschungsfragen. Es kommt ganz selten vor, dass man mal gezwungen ist, den großen Zusammenhang in den Blick zu nehmen. Das möchte ich heute machen. Das Thema ist gewaltig, es ist zu groß, um es in 45 Minuten in all seinen Facetten abhandeln zu können. Ich werde mich daher auf einige Grundgedanken beschränken, werde versuchen, das möglichst strukturiert zu machen. Wir werden dann später in der Diskussion die Gelegenheit haben, falls wichtige Fragen offen geblieben sind, falls wir an bestimmten Stellen noch weiter in die Tiefe gehen sollen, das dann entsprechend nachzuholen. Mein Vortrag wird aus 4 Abschnitten bestehen. Ich werde Ihnen zunächst mal kurz erläutern, wie ich vorgehen möchte. Ich möchte zunächst mal mit einer Beschreibung beginnen, werde mir die Frage stellen, was ist denn nun eigentlich neu an dieser digitalen Gesellschaft? Das ist übrigens die Gesellschaft, die von der digitalen Technik geprägt ist, wobei ich mich besonders auf das Internet konzentrieren werde. Ich werde also zunächst mit einer Art von Phänomenologie beginnen, werde nochmal versuchen herauszuarbeiten, worin eigentlich der Kontrast besteht zu dem, was wir so ungefähr seit Mitte der 1990er Jahre als digitale Gesellschaft erleben können. Es folgt dann ein kurzes Zwischenstück, wo ich nochmal erläutern möchte, was meine Beobachterperspektive ist. Ich trete hier als Kommunikationswissenschaftler an und das ist nur eine von vielen Perspektiven. Wir haben eine ganze Reihe von quasi Diskursuniversen, in denen man sich jetzt mit dem Internet, mit der digitalen Gesellschaft beschäftigt, die jeweils eine eigene Logik haben und es ist gar nicht so einfach, aus der eigenen Blase herauszukommen. Ich glaube, es wäre wichtig, diese verschiedenen Diskursuniversen besser zu verbinden. Und ich möchte da zunächst erläutern, wie ich als Kommunikationswissenschaftler das Internet beobachte. Im dritten Teil schließlich möchte ich mich an die Bewertung wagen. Erhält die digitale Gesellschaft vom Internet, was sie erwartet? Das wird deutlich erkennbar der normative Teil meiner Überlegungen sein, wo ich mir die Frage stellen werde, und da werde ich dann auch auf normative Demokratie und Öffentlichkeitstheorien eingehen, mir die Frage stellen, wie man einen Bewertungsmaßstab entwickeln kann und wie man mithilfe empirischer Befunde nun auch prüfen kann, inwieweit hier die Erwartungen erfüllt worden sind oder nicht. Schließlich im letzten Teil werde ich dann der Frage der Gestaltung nachgehen. Wir werden also bilanziert haben, wo wir stehen, im Umgang mit dem Internet und können uns dann abschließend die Frage stellen, wie man nun dieses Internet besser gestalten kann. Dafür müssen wir allerdings erstmal verstanden haben, wie dieses Internet funktioniert. Wir müssen uns erklären können, wie diese Netzwerköffentlichkeit funktioniert. Auch da ist die Wissenschaft wieder gefragt. Wir müssen Theorien entwickeln, die uns erklären können, wie diese ganze großartige Interaktionsdynamik, die wir da erleben, erklärbar ist, bevor wir uns dann Gedanken machen können, wie dieses Internet anders und besser gestaltet werden kann. Das zunächst mal als Vorschau auf das, was ich in den nächsten, ich hoffe, ich schaffe es, in 45 Minuten hier vortragen werde. Der erste Abschnitt ist die Frage nach den Merkmalen, den Signaturen der digitalen Gesellschaft. Ich habe mir nochmal überlegt, was sind denn nun eigentlich die Besonderheiten? Was unterscheidet sich in der digitalen Gesellschaft von dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, von dem, wenn man so nennen will, der analogen Gesellschaft? Da stellt sich zunächst mal die Frage nach der Reichweite des Umbruchs. Wird alles neu, bleibt alles beim Alten? Wie groß ist dieser Medienumbruch, dessen Zeugen wir seit einigen Jahren sind? Ist die Rede von der Revolution gerechtfertigt? Streift uns der Mantel der Geschichte? Erleben wir epochale Veränderungen? Ist etwa der Vergleich mit Johannes Gutenberg rechtfertigt mit seiner Erfindung im 15. Jahrhundert, die ja zu großen Umwälzungen geführt hat? Oder überschätzen wir maßlos, was sich vor unseren Augen abspielt? Verleitet die kurze Distanz der Zeitgenossenschaft dazu, die Dinge größer zu sehen, als sie tatsächlich sind? Wir werden hier sicherlich zu keiner abschließenden Einschätzung kommen können. Wir können das vielleicht am Ende nochmal erörtern. Es gibt sicherlich Hinweise, Indizien, einen Anfangsverdacht dafür, dass sich wirklich im Moment Grundlegendes verändert. Pierre Bourdieu
hat in seinem Essay über das Fernsehen aufgreifend das, was Herr Müller gerade gesagt hat, zwei Gruppen von Personen unterschieden, die sich mit neuen Medien beschäftigt. Das sind einerseits diejenigen, das sind eben diese Visionäre, die Utopisten, die Apokalyptiker, die erstmal den Eindruck haben, es ändert sich alles. Er sagt aber, es gibt auf der anderen Seite auch noch eine Gruppe, die sagt, alles wie gehabt, die immer noch Parallelen sehen zu dem, wie es eigentlich immer schon war und die deshalb der Auffassung sind, es hat sich gar nichts groß verändert. Wir wissen selbst aus unseren eigenen subjektiv-biografischen Erfahrungen, dass wir in den letzten Jahren immer wieder, wenn wir mit neuen Medien zu tun hatten, gewisse Verblüffungseffekte hatten. Wenn man das erste Mal ein Handy in der Hand hat, wenn man überhaupt das erste Mal mit dem Internet konfrontiert war. Es gibt da einen sehr schönen literarischen Beleg, den ich gerne hier vorlesen möchte, im Kapitel Fülle des Wohllauts im Zauberberg von Thomas Mann. Das spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das Grammophon ist noch neu und hier wird geschildert, wie dieses Grammophon wahrgenommen. Zitat, menschliche Stimme entströmte dem Schreien, männlich, weich und gewaltig, auf einmal vom Orchester begleitet, ein italienischer Bariton berühmten Namens und nun konnte durchaus von keiner Verkleinerung und Entfernung mehr die Rede sein. Das herrliche Organ erscholl nach seinem vollen natürlichen Umfang und Kraftinhalt und namentlich, wenn man in eines der offenen Nebenzimmer trat und den Apparat nicht sah, so war es nicht anders, als stände dort im Salon der Künstler in körperlicher Person, das Notenblatt in der Hand und sänge. Sie haben aber sehr unverfälscht diesen Verblüffungseffekt, wenn man das erste Mal mit einem neuen Medium konfrontiert wird. Allerdings, solche Erfahrungen verblassen rasch und sie verblassen umso rascher, umso häufiger wir solche Erfahrungen haben mit neuen Medien. Und meine zweite Signatur ist, dass wir eine Beschleunigung des Medienwandels haben, dass wir immer wieder und immer häufiger konfrontiert werden mit neuen Medien. Auch das ist, glaube ich, eine Veränderung. Lange Zeit entwickelte sich die Medientechnik, glaube ich, relativ langsam. Es gab immer wieder Zäsuren, es gab neue Medien, die dann einsortiert wurden in das Sortiment, in das Repertoire der Medien. 1605 die erste Zeitung, 1923 das erste Hörfunkprogramm in Deutschland, 1935 das erste Fernsehprogramm in Deutschland. Mit der Digitalisierung erleben wir nun einen Wandel in Permanenz, eine unaufhörliche, rasche Folge von Innovationen. Der Philosoph Hermann Lübbe beschreibt das als Gegenwartsschrumpfung. Was meint er damit? Gegenwart, so definiert er mit Bezug auch auf Koselleck, lässt sich als Zeitraum definieren, in dem Stabilität herrscht, weil nämlich Erfahrungsraum und Erwartungshorizont deckungsgleich sind. Das heißt, Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gesammelt hat, dienen auch der Bewältigung der Zukunft. Man kann also die Erfahrungen weiter verwenden, um künftige Aufgaben zu bewältigen. Das aber hat sich in der Neuzeit verändert. Die Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung wird immer größer. Es wird vor allem dann problematisch, wenn die Geschwindigkeit so hoch wird, dass es quasi nicht mehr im Generationenrhythmus so ist, dass man neue Erfahrungen sammelt, neues Wissen ansammeln muss, sondern quasi im Laufe des Lebens selbst passieren muss, also jedes Subjekt sich laufend anpassen muss. Das ist dann der Zustand der flüssigen Moderne, die Zygmunt Bauman beschrieben hat. Und das Internet trägt ganz zweifellos dazu bei, zu dieser Beschleunigung des sozialen Wandels, die dann dazu führt, zu einer Fixierung auf das gerade Anstehende, auf die Vordringlichkeit des Befristeten, wie es Niklas Luhmann beschrieben hat, und zur Vernachlässigung des Langfristigen und Grundsätzlichen. Das heißt, es fehlt dann die Zeit, um sich zurückzulehnen und nachzudenken, weil wir permanent mit diesem Sog an Neuerungen zu tun haben. Das ist gemeint mit dieser Beschleunigung und Gegenwartsschrumpfung. Ich habe bisher nur darüber gesprochen, wie groß dieser Umbruch ist, wie schnell er sich vollzieht. Jetzt komme ich zu der Frage, was nun wirklich die Besonderheiten dieses Internets sind. Medien, so haben wir gelernt, der Medienbegriff ist sowieso schwierig. Medien sollte man in jedem Fall in zwei Aspekten unterscheiden, nämlich zum einen geht es um die Technik, um die zunächst mal rohe Technik, die man sich dann aneignet. Wenn wir uns diese Technik ansehen, dann kann man sagen, ist das Internet eigentlich ein unfassbares Medium. Es ist, manche sagen auch, es sei gar kein Medium, es sei sowas wie eine technische Infrastruktur, ist jedenfalls sehr vergleichbar mit dem, was wir bisher als Medium kennengelernt haben. Wir haben vor allem nichts vor Augen, wenn man das an das Internet denkt, keinen Kasten mit Schaltknöpfen, keinen Papierstapel, nichts zum Anfassen. Es ist entmaterialisiert. Peter Glaser, der österreichische Schriftsteller,
hat mal geschrieben, Zitat, das Schwierigste am Internet ist, es sich vorzustellen. Wir haben kein klares Bild davon. Auch Metaphern wie Netz, Datenautobahn oder Cyberspace, Agora, Forum und so weiter helfen wenig weiter, um ein klares Bild davon zu gewinnen, was dieses Internet ist. Was sind dafür die Gründe? Ich glaube, es sind vor allem zwei, die man hier nennen kann. Das erste ist zunächst mal, dass das Internet sowas wie ein Alleskönner ist. Wir wissen, Stichwort Konvergenz, dass das Internet einfach mehr Optionen bietet als jedes alte Medium, dass es viel umfassender ist, ein Konvergenzmedium mit einem weiten Gebrauchsspektrum, um hier nicht alles durchzudeklinieren, nur einige Stichworte. Die Partizipation, das technische Nadelöhr ist beseitigt. Jeder von uns kann nun ohne großen Aufwand publizieren. Wir haben Interaktionsmöglichkeiten, das heißt, wir haben nicht mehr die Einbahnstraße von den Medien hin zum Publikum, sondern es gibt nun auch Gegenverkehr auf dieser Einbahnstraße, Interaktionsmöglichkeit, auch die Möglichkeit längerer Verkettungen von Interaktionen, wie sie für Diskussionen notwendig sind. Wir haben es mit neuen Vernetzungsmöglichkeiten zu tun. Man kann neue Verknüpfungen herstellen. Man kann zum Beispiel auch den Umweg, den wir bisher über die Redaktion gehen müssen, sich aussparen. Publikum und Quellen können in direkten Kontakt miteinander treten. Ein weiteres Merkmal ist die Transparenz. Wir haben in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen, die Möglichkeit, mit Suchhilfen uns Transparenz zu verschaffen, häufig mittlerweile auch automatisiert mit Hilfe von Algorithmen, die uns etwa personalisierte Angebote liefern. Konvergenz. Jede denkbare Kommunikationsform ist im Internet vorhanden. Wir haben es mit einer wachsenden Algorithmisierung zu tun, einer Datafizierung, also einer Automatisierung von Prozessen. Die Liste lässt sich weiter fortsetzen. Ich will das gar nicht jetzt zu weit ausdehnen. Multimedialität wäre noch ein Stichwort. Auch in der Raum- und Zeitdimension gibt es viele neue Möglichkeiten. Einerseits die Beschleunigung, die Möglichkeiten der laufenden Aktualisierung, aber auch gleichzeitig der Speicherung, was die räumlichen Möglichkeiten angeht, die globale Zugänglichkeit mithilfe der mobilen Endgeräte, kann man nun von jedem Ort und zu jeder Zeit kommunizieren. Das ist also das, was ich hier als Unfassbarkeit der Technik und dem Internet als Alleskönner bezeichne. Aber das ist nur der erste Aspekt dessen, was wir unter einem Medium verstehen. Der zweite Aspekt ist die Frage, wie wir mit dieser Technik umgehen. Also quasi die soziale Aneignung, die Gestaltung des Internets. Hier die Frage, alles offen für alle. Die Besonderheit des Internets besteht darin, dass es einerseits technisch enorm formbar ist. Es ist sehr vieles damit machbar. Es bleiben kaum Wünsche übrig. Der zweite Punkt ist nun, dass darin plötzlich alle beteiligt sein können, prinzipiell. In den klassischen Massenmedien war es so, dass es eine kleine Zahl von Redaktionen war, Intendanten, Verleger, noch einige Juristen, die Vorgaben machen konnten. Das war im Wesentlichen der Personenkreis, der gesagt hat, was man mit diesen Medien anstellt. Im Internet, vor allem mit Hilfe der sozialen Medien, können nun letztlich alle mitgestalten. Das führt einerseits natürlich durch die Vielzahl der Beteiligten dazu, dass wir einen enormen Abstimmungsbedarf haben, also das zu koordinieren, wer sich daran beteiligt. Wobei diese Möglichkeit der Mitgestaltung aber auch wiederum auf Plattformen stattfindet, die von bestimmten Internetkonzernen zur Verfügung gestellt werden, die wir alle kennen, Facebook, Twitter und so weiter. Wir haben also einerseits eine erweiterte Beteiligungsmöglichkeit, Gestaltungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite ist das allerdings auch in der Hand von bestimmten Plattformbetreibern. Wir haben in jedem Fall hier mit einem Medium zu tun, ein breit gestaltbares Medium, an dem alle mitarbeiten können, mit dem man auch sehr vieles machen kann. Deshalb ist es auch ganz schwer, über das Internet pauschale Aussagen zu treffen. Man ist immer in der Lage, ganz schnell noch ein Gegenbeispiel zu finden, um zu zeigen, auch das gibt es im Internet. Katrin Passig hat das in ihrem Buch Standardsituation der Technologiekritik folgendermaßen beschrieben, und zwar mit Bezug auf Twitter. Zitat, über die Qualität von Twitter lässt sich so wenig Allgemeingültiges aussagen wie über den Inhalt von Bücherregalen. Twitter existiert in so vielen Varianten, wie es Nutzer hat. Eine gemeinsame Basis gibt es nicht. Wer bei Twitter belangloses Geschnatter liest, der hat es sich so ausgesucht. Das ist, glaube ich, eine schöne Illustration für dieses nicht fassbare, amorphe Internet. Wenn man es als Paradoxien formulieren will, wir haben hier eine Endgültigkeit der Vorläufigkeit, also diese Dynamik, und zum anderen das Besondere als das Allgemeine, um diese Heterogenität zum Ausdruck zu bringen. Ein weiteres Merkmal
auf das ich nur kurz eingehen möchte, ist diese expansive Kraft, die in dieser digitalen Welt steckt. Man hat in den 90er Jahren noch sowas wie eine Zwei-Welten-Lehre gehabt. Man hatte so die Vorstellung, es gibt hier eine wirkliche Wirklichkeit und dann gibt es hier einen Cyberspace. In einem Cyberspace, einer virtuellen Welt, in der völlig andere Regeln gelten. Eine anonyme Welt, wo man entkörperlicht ist, wo man mit virtuellen Identitäten spielen kann, entkontextualisiert, unverbindlich, konsequenzlos für die Wirklichkeit. Mittlerweile haben wir da eine andere Vorstellung. Das fing, glaube ich, an, als man festgestellt hat, dass man auf MySpace, StudiVZ oder Facebook gar nicht jetzt neue Kontakte knüpft. Wir haben auch ganz früh schon festgestellt, dass es vor allem darum geht, die bestehenden Kontakte aus der Realwelt quasi zu übertragen. Also wir haben eine Verflechtung der beiden Welten gehabt. Mittlerweile gibt es eine expansive Bewegung, dass man immer mehr Handlungen, die man in der Vergangenheit in der Offline-Welt ausgeführt hat, nun digital ausführt. Eine Durchdringung des Alltags mit digitaler Technik, unterstützt auch die Mobilkommunikation künftig durch das Internet der Dinge, ein Verschmelzen der beiden Welten. Ich habe mich bisher mit Merkmalen beschäftigt, die digitale Welt unterscheidet von dem, was wir früher kannten. Ich frage nun in drei weiteren Punkten nach den Folgen, die sich daraus ergeben. Der erste Punkt ist der Punkt der Kollaps, der Kontext, der Entgrenzung und Grenzgänger. Weil alle mitmachen können, weil alle mit experimentieren können, weil das Internet so formbar ist, so ein breites technisches Potenzial hat und wir keine Begrenzungen haben, löst sich die bisherige institutionelle Ordnung in vielerlei Hinsicht auf. Das Internet hat eine ganz generelle Institutionalisierungsschwäche. Das heißt, Grenzen, die wir bisher gekannt haben, lösen sich auf. Das kann man zunächst mal positiv sehen. Man kann Dinge tun, wo bisher Hindernisse standen. Auf der anderen Seite sind Trennlinien, Kontexte aber auch wichtig zur Orientierung. Grenzmarkierungen sind auch Orientierungspunkte, die helfen, sich zurechtzufinden. Wir hatten in der Vergangenheit eine relativ überschaubare, wohlsortierte Medienwelt mit klaren Grenzen. Man brauchte keine Bedienungsanleitung für die Zeitung. Man kannte die Marke, wusste, wie die Zeitung aufgebaut ist, kannte die Darstellungsformen. An vielen Stellen im Internet erleben wir jetzt, dass sich Grenzen auflösen, dass es zu einer Entgrenzung kommt. Wir haben uns das gerade in einer Studie genau angesehen für den Journalismus. Beispielsweise die Auflösung der Grenze zwischen Profis und Amateuren. Wir haben Producer, wir haben also Bürgerjournalisten, Laien, die glauben, auch journalistisch arbeiten zu können, wo hier eine Grenze verschwimmt. Wir haben, die ist nicht ganz neu, diese Grenzverschwimmung, Schleichwerbung, wobei das im Internet, glaube ich, nochmal gesteigert ist. Was sind Influencer beispielsweise? Machen sie Werbung, sind sie unabhängig, man weiß es nicht genau. Wir haben in Interviews festgestellt, dass auch die sogenannten Influencer selber nicht ganz genau wissen, auch keine klare Rollenidentität haben. Wir haben es ja also häufig mit Grenzgängern zu tun, die keine klare Rollenidentität besitzen. Es gibt aber noch eine Vielzahl weiterer Grenzen, wo wir solche Auflösungen feststellen können, Auflösungen zwischen den Grenzen der Einzelmedien, Zeitung, Zeitschrift, Hörfunk, Fernsehen, Internet. Juristen versuchen im Internet Grenzen zu ziehen zwischen dem, was dort Presse ist, was dort Rundfunk ist. Das ist immer schwerer möglich. Wir haben hier eine Konvergenz, wir haben hier eine Crossmedialität. Wir haben auch keine klaren Unterscheidungen mehr zwischen dem, was wir in der Vergangenheit als Massenkommunikation betrachtet haben und anderen Formen der Kommunikation. Es gibt einen Longtail und man kann gar nicht genau sagen, etwa auf YouTube, was ist jetzt eigentlich Massenkommunikation. Wir haben quasi abgestuft und auch mit einer ganz großen Dynamik unterschiedliche große oder kleine Öffentlichkeiten. Wir haben fließende Übergänge zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen dem, was im öffentlichen Interesse ist, was im privaten Interesse ist. Wir haben in zeitlicher Hinsicht Auflösungen. Es geht eben nicht mehr nur um das Aktuelle. Wir haben auch Speichermöglichkeiten. Hier vermischt sich alt und neu, Vermischungen zwischen faktisch und fiktional und so weiter. Wir haben also an vielen Stellen solche Entgrenzungen. Das ist jetzt kein Katastrophenszenario, das ich hier entwickeln will. Es ist durchaus denkbar, dass sich neue Grenzen herausbilden. Wir müssen aber zunächst mal registrieren, dass wir eine Auflösung haben alter institutioneller Grenzziehungen, wie wir sie aus den Medienangeboten bisher kennengelernt haben und auch routinemäßig darauf vertraut haben, dass diese Grenzen eingehalten werden. Mein nächster Punkt ist die Rückkehr der Masse, Kollektivphänomene im Netz. Die
traditionellen Massenmedien, die sogenannten Massenmedien, Presse und Rundfunk, sind eigentlich falsch bezeichnet worden. Zumindest gab es dort eigentlich nie Masse im traditionellen Sinn, wie man die Masse seit der Französischen Revolution kennengelernt haben, im Präsenzraum eine Vielzahl von Menschen aktiv, die miteinander interagiert. Massenmedien kennen eigentlich nur eine ruhig gestellte Masse, das sogenannte disperse Publikum, wo jeder oder für sich alleine bleibt oder man allenfalls in kleinen Gruppen Medien rezipiert. Diese aufgelöste Masse war berechenbar, kontrollierbar. In unserem Fach hat man die Frage nach der Wirkung deshalb auch nur gestellt im Hinblick oder fast nur im Hinblick darauf gestellt, wie der Einzelne denn von den Massenmedien beeinflusst wird. Das waren die individuellen Wirkungen, die von Interesse waren. Was wir im Internet nun erleben, sind interaktive Kollektivphänomene. Eine Interaktions- und Diffusionsdynamik durch das handelnde Zusammenwirken einer Vielzahl von Menschen, Kettenreaktionen, Lawineneffekte, Eskalation durch Feedbacks, eine aktive Masse, wobei häufig gar nicht auszumachen ist, wer da was ausgelöst hat bei diesen viralen Effekten, mit Wirkungsfaden, die schwer nachvollziehbar sind und die jedenfalls ein sehr hohes Maß an Komplexität erreichen und uns herausfordern, überhaupt erstmal neue Theorien zu entwickeln, neue Methoden zu entwickeln, um das wieder einzufangen. Dazu möchte ich gerne abschließend etwas sagen. Die Masse haben wir deshalb in unserem Fach, aber ich glaube auch generell, aus dem Blick verloren. Wie gesagt, das ist eine Erfahrung gewesen des späten 18. und 19. Jahrhunderts, Revolutionen, die Schockwirkung der Französischen Revolution für die Mächtigen, dass sie etwas völlig außer Kontrolle geraten kann durch die Massen. In den Großstädten, wo große Menschenmengen zum alltäglichen Leben in der Stadt zusammenkamen, einander beobachteten und beeinflussten, die Bildung von großen Menschenansammlungen, die miteinander agitieren und so weiter. All das ist in der frühen Massenpsychologie schon beschrieben worden, bei Gustave Le Bon beispielsweise, wobei man das vor allem unter negativen Vorzeichen gemacht hat, die verrückte, bedrohliche, aufgepeitschte Masse, die auch von Führern missbraucht werden kann. Wir können im Internet an vielen Stellen auch Massenphänomene beobachten. Wir haben allerdings, glaube ich, mittlerweile einen sehr viel differenzierteren Blick dafür gewonnen, was wir hier sehen. Wir haben mittlerweile, Stichwort Schwarmintelligenz, Weisheit der vielen, auch Möglichkeiten erkannt und sehen Sie auch etwa in der Wikipedia, wie sich auch viele Menschen zusammentun können, um koordiniert Fruchtbares zu leisten. Das sind jedenfalls auch Fragen, die sich uns jetzt neu stellen, mit denen wir umgehen müssen. Ich komme jetzt zum letzten Punkt in diesem Abschnitt, nämlich die Frage, was sich daraus ergibt, die perfekte Technik und die Dringlichkeit der Sinnfrage. Wir hatten festgestellt, technische Multioptionalität, eine enorme Formbarkeit eines Mediums. Was ich jetzt sage, klingt zunächst mal paradox. Je perfekter die Technik ist, desto unwichtiger wird sie. Umso weniger sie ein Hindernis ist, umso weniger beschränkt sie auch den Gebrauch. Marshall McLuhan, Sie kennen alle dieses berühmte Diktum, das Medium ist die Botschaft, gilt nicht mehr. Es ist nicht mehr das Medium, das die Technik, die hier vor allem prägt. Man kann mit Manuel Castells das genau nämlich umdrehen. Manuel Castells hat geschrieben, dass in dem neuen Mediensystem die Botschaft das Medium ist. Das heißt, die Eigenschaften der Botschaft formen die Eigenschaften des Mediums. Was ist damit gemeint? Chris Anderson, der frühere Wired-Chefredakteur, hat auch mal geschrieben, plötzlich geht es darum, was wir wollen und nicht mehr darum, was die Verteilkanäle wollen. Durch diese überbordenden Möglichkeiten sind wir plötzlich zurückgeworfen auf die Sinnfrage, dass wir uns zunächst mal überlegen müssen, was wollen wir überhaupt mit dieser Technik, die uns kaum noch Grenzen setzt, anfangen. Gerhard Schulze, der Bamberger Soziologe, hat das schon 1995 in einem Essay in der Neuen Zürcher Zeitung, wie ich finde, sehr treffend formuliert. Er beschreibt hier auch zunächst mal diese Entgrenzung des Möglichkeitsraums und stellt dann fest, dass dieser informationstechnische Innovationsschub Schluss macht mit der Philosophieentlastung des Alltagslebens. Gefördert ist eine Art von Intelligenz, die man als normative Intelligenz bezeichnen könnte und die gewiss in keinem Intelligenztest vorkommt. Gemeint ist die Fähigkeit, herauszufinden, was man will und was für einen selbst und andere gut ist. Zitat Ende. Diese Sinnfrage stellt sich noch drängender, wenn man ganz überraschend zu einem solchen Medium kommt. Das war ja im Fall des Internets so, also wo gar kein Bedarf angemeldet wurde, sondern plötzlich uns dieses Medium in den Schoß gefallen ist Mitte der 1990er Jahre. Bertolt Brecht hat eine ähnliche Erfahrung schon mal in den 1920er Jahren gemacht, als der Hörfunk aufgetaucht ist
Und er stellte damals auch fest, unsere Gesellschaftsordnung ermöglicht es, dass Erfindungen gemacht und ausgebaut werden, die sich ihren Markt erst erobern, ihre Daseinsberechtigung erst beweisen müssen. Kurz, Erfindungen, die nicht bestellt sind. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. Zitat Ende. Und er analysiert also fest, dass das Radio vor allem eine Stellvertreterrolle übernommen hat, dass dort alles Mögliche, was schon vorhanden war, Theater, Oper, Konzert, Vorträge, Kaffeemusik übertragen würde, und sagt nun, es sei nun langsam an der Zeit, dass das Radio sich nach einem eigenen Lebenszweck umschaue, und macht dann durchaus sehr spannende Vorschläge, Live-Übertragungen, Interviews, Diskussionen, Hörspiele und so weiter. Ganz ähnliches ist auch mit dem Fall des Internets, das uns eben kaum noch Grenzen setzt, im Unterschied zum Radio. Und das führt uns dann jetzt auch im nächsten Punkt oder im übernächsten Punkt zu der Frage danach, was wir von dem Internet eigentlich erwarten, welche gesellschaftlichen Erwartungen haben. Zuvor möchte ich allerdings noch einen kurzen Zwischenstück einbauen, möchte jetzt ganz rasch die Gelegenheit nutzen, nochmal zu erläutern, wie ich jetzt auf diese digitale Gesellschaft schaue. Als Kommunikationswissenschaftler zunächst einmal die Feststellung, dass es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, wie wir über Medien reden, vor allem über neue Medien reden, die noch in dem Prozess der Aneignung, in diesem Prozess der Formung sind. Sie werden in und durch Kommunikation geschaffen. Das ist, wie Michael Giesecke mal formuliert hat, ein kollektiver Projektionsprozess, der hier stattfindet. Allerdings haben wir eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven, die eigenen Logiken folgen, eigene Diskursuniversen bilden. Wir haben einen journalistischen, rechtlichen, politischen, ökonomischen Diskurs, einen wissenschaftlichen Diskurs, der auch wieder aufgespalten ist in viele unterschiedliche Fachdiskurse, die entweder einander ignorieren, miteinander konkurrieren, häufig aneinander vorbeireden. Und das ist ein Zustand, man stellt das natürlich vor allem dann fest, wenn man das eigene Fach betrachtet, den man gerne ändern möchte, dass man rauskommen möchte aus dieser Blase. Das ist eine Frage, die, glaube ich, sehr wichtig ist, vor allem in der großen, dominanten öffentlichen Diskussion über das Internet, die oft getrieben ist von Aktualitäten, von spektakulären Einzelfällen, von Anekdoten, Zitaten, Raunen der Silicon Valley, Visionären, wo dann die wissenschaftliche Expertise dann häufig zu kurz kommt. Und das gegen Alarmismus, über Dosierungen eine große Rolle spielen. Und die Frage ist, wie man jetzt da eine bessere Anschlussfähigkeit schaffen kann. Das halte ich auch für eine ganz, ganz große und wichtige Aufgabe, nicht nur, weil ich hier die Wissenschaft generell oder gerade unser Fach nun in den Vordergrund rücken möchte. Ich glaube einfach, dass wir einfach produktiver diskutieren könnten und auch dieses Medium besser gestalten könnten. Wobei sicherlich die wissenschaftliche Logik auch bestimmte Nachteile hat. Wir sind oft zu langsam, wir haben eine schlechte Reaktionszeit, wir sind zu spezialisiert. Alles, was wir an Ergebnissen vortragen können, ist oft nicht prägnant genug, leicht formulierbar, nachvollziehbar. Man kann oft keine klaren Antworten geben. Aber immer wieder erlebt man eben, dass in der Öffentlichkeit Thesen als gegeben hingenommen werden, die durchaus fraglich sind, wenn nicht gar widerlegt werden können. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, der angebliche Vertrauensverlust in den Journalismus, von dem offenbar alle ausgehen, und zwar Politiker, Journalisten und natürlich Journalismuskritiker selbst, ist keineswegs nachweisbar. Längsschnittstudien zur Entwicklung des Vertrauens, von denen es eine ganze Reihe gibt, den World Value Survey, den Eurobarometer, noch eine Vielzahl von weiteren Studien. Münchner Kollegen haben sich die sehr genau angesehen, können das keineswegs nachweisen. Diesen Vertrauensverlust gibt es in dieser Form nicht, wie er häufig unterstellt wird. Im Gegenteil, man könnte sich vorstellen, dass er im Moment erst herbeigeredet wird, wenn man nur häufig genug behauptet, dem Journalismus kann man nicht trauen, und vor allem Journalisten selbst glauben, dass man ihnen nicht mehr trauen würde. Oder ein anderes Beispiel, Echo Chambers, Filterbubble, auch das scheint längst feststehend zu sein, dass sie existieren. Die Kolleginnen und Kollegen, die das empirisch nachweisen wollen, die plagen sich wirklich damit ab, sie zu finden und sie nachzuweisen. Sicherlich gibt es eine Tendenz hin zur Homophilie, also dass man sich Gleichgesinnte eher vernetzen, sich eher finden untereinander. Aber es ist keineswegs so, dass man hier dramatisch von einem Zerfall der Öffentlichkeit sprechen dürfte. Im Gegenteil, man findet immer wieder, dass es vor allem die großen Massenmedien sind, die auch im Internet präsent sind, die noch so etwas wie eine Art von Klammer bilden, die die Themen vorgeben und die auch selbst politisch in den politisch Extremen genutzt werden. Ich glaube, es ist durchaus sonst könnte man auch Phänomene wie Hasskommentare und auch diese Verrohung des Kurses kaum erklären, wenn die nicht mal irgendwann rauskommen würden aus diesen Blasen.
Und dann kommt es leider, und da sehe ich viel eher das Problem, zu diesem heftigen Aufeinanderprallen dieser unterschiedlichen Positionen. Da sehe ich eher das Problem. Das nur, wie gesagt, als kurzer Zwischeneinschub. Ich komme jetzt zu dem dritten Teil, bei dem ich mich etwas ausführlicher aufhalten möchte, nämlich zu der Frage, erhält die digitale Gesellschaft vom Internet, was sie erwartet? Also die Frage, wo stehen wir an der Versuch einer Standortbestimmung, eine Zwischenbilanz nach mehr als 20 Jahren? Man könnte von einer Gewinn- und Verlustrechnung sprechen, das klingt jetzt sehr ökonomisch. Jedenfalls der Versuch, mal zu zeigen, was haben wir erreicht, was wurde verfehlt, wo liegen künftig Chancen, wo sind Risiken zu gewärtigen. Die erste Frage, die wir an dieser Stelle klären müssen, was ist überhaupt der Maßstab? Was sind überhaupt gesellschaftliche Erwartungen? Die Gesellschaft kann sich ja gar nichts wünschen, ist ja kein Akteur. Das kann allenfalls stellvertretend geschehen, dass irgendwelche Experten, irgendwelche Repräsentanten, Rundfunkräte, wer auch immer, sagt, dass das irgendwie wünschenswert wäre. Man gerät da auch immer leicht in die Gefahr des Paternalismus. Also die Frage ist, wie können wir da nun Maßstäbe entwickeln? Ich werde das hier an der Stelle etwas abkürzen. Es gibt normative Demokratie- und Öffentlichkeitstheorien, die beschreiben wollen, wie Öffentlichkeit funktioniert, die liberale, die deliberative, die partizipative, die agonistische Öffentlichkeitstheorie. Ich werde das hier abkürzen. Andere Zugänge wären etwa der Begriff des Gemeinwohls oder des Public Values, der im Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk viel diskutiert wird. Der Auftrag, öffentlich-rechtliche Auftrag im Rundfunkstaatsvertrag ist eine ausführliche Beschreibung dessen, was da geleistet werden soll im Dienste der Gesellschaft. Ich kürze es ab. Ich werde mich jetzt im Folgenden auf einen Katalog von Werten beziehen, von dem ich sage, dass es sowas wie eine Synthese ist vieler normativer Überlegungen, freiheitlich-demokratischer Werte, die man hier fixieren kann und die man nun, und das ist ganz wichtig, die man dann auch als Maßstab und auch in der empirischen Forschung umsetzen kann, um zu überprüfen, ob das nun erfüllt wird oder ob sie nicht erfüllt werden. Ich weiß, ich kürze hier an der Stelle extrem ab. Man könnte auf die Definition weiter eingehen, auf Begründungen, auf die Gewichtung solcher Werte, auf das Spannungsverhältnis, auf die Frage der Operationalisierung. Das kürze ich hier an dieser Stelle ab. Die Frage ist, was wir erreichen und was wir erreicht haben. Ich werde jetzt hier insgesamt 8 Werte vorstellen und werde versuchen, soweit es überhaupt geht in der Kürze der Zeit, da sowas wie eine Bestandsaufnahme zu machen. Interessanterweise hat man, wenn man sich die Literatur ansieht, jeweils eine optimistische und eine pessimistische Sichtweise zu jedem dieser Werte. Und die Frage ist dann im Endeffekt, was denn letztlich dominiert. Zunächst mal die Frage nach der Freiheit. Hat uns das Internet mehr Freiheit gebracht? John Perry Barlow, der an der Stelle dann zitiert wird, hat mal Mitte der 1990er Jahre eine Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass es ein Freiraum sei und sein soll, wo Staaten und Unternehmen keinen Zugriff haben. Er meinte, das sei auch technisch unmöglich. Mittlerweile haben wir uns von dieser Vorstellung verabschieden müssen. Wir wissen mittlerweile, dass sich das keineswegs so darstellt, spätestens seit der NSA-Affäre. Evgeny Morozov, der vielleicht der prominenteste Kritiker ist, weist immer wieder darauf hin, dass auch das Internet ein machtvolles Mittel der Unterdrückung sein kann. Freedom House, wo jährlich gemessen wird, Freedom on the Net, wie hoch der Grad der Internetfreiheit ist, hat zuletzt festgestellt, 2017, dass in nur 16 von 65 Ländern das Internet als frei klassifiziert werden kann. Der zweite Wert, mit dem ich mich beschäftigen möchte, ist der der Gleichheit. Auch hier gab es große Erwartungen an das Internet und auf den ersten Blick scheinen die auch gut erfüllt werden zu können. Wir haben freien Zugang zu Wissen, die Vorstellung, dass diejenigen, die bisher keinen so guten Zugang zu Wissen hatten, die Unterprivilegierten, da nun bessere Chancen haben zum Zugang, weil dort Wissen kostenlos verfügbar ist, so aufbereitet ist, dass man da auch gut rankommen kann. Wobei diese Frage der Gleichheit und Ungleichheit ja zwei Aspekte hat. Einerseits diesen rezeptiven Aspekt, die Frage, ob man nun Wissen erwerben kann, aber auf der anderen Seite auch den kommunikativen Aspekt. Also wer kann sich beteiligen am öffentlichen Diskurs, wer kann Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinungsbildung?
Wir haben mittlerweile zu diesen Fragen der digitalen Spaltung sehr, sehr viele empirische Studien, sodass ich mich hier wirklich nur auf ein paar kurze Hinweise beschränken muss. Das, was zunächst diskutiert wurde, nämlich die Frage des technischen Zugangs zum Internet, die Frage hat sich natürlich längst erledigt. Rund 90% der Bundesbürger ab 14 Jahren nutzen das Internet. Auch im internationalen Vergleich gibt es zwar Unterschiede, aber doch ein Aufholen, was den technischen Zugang betrifft. Die Klüfte, die heute sehr viel mehr in den Blick geraten, sind quasi weiter hinten gelagert. Die betreffen die Frage der Nutzung. Wie geht man mit dem Internet um? Wer informiert sich dort politisch? Wer nutzt dort die Möglichkeiten, sich öffentlich zu artikulieren und sich in diesen gesellschaftlichen Diskurs einzuklinken? Allerdings muss man noch weiter nach hinten gehen. Wir wissen aus Studien, dass es auch so etwas wie Partizipationsklüfte gibt. Es reicht keineswegs aus, irgendwo in einem Blog seine Meinung zu hinterlassen, seine Auffassungen kundzutun. Wir haben eine extrem ungleiche Verteilung der Aufmerksamkeit. Matthew Hindman hat das für die USA untersucht. Er kommt sogar zum Ergebnis, dass im Internet die die Publikumskonzentration noch größer ist als in den klassischen Medien. Also dass wir keineswegs so etwas wie eine Gleichverteilung von Aufmerksamkeit haben. Und er hat sich auch die politischen Blogger genauer angesehen und hat festgestellt, das sind vor allem Absolventen von Elite-Universitäten, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Manager in leitender Position und so weiter. Also auch diejenigen, die in der Vergangenheit schon politisch Einfluss nehmen konnten, nutzen auch jetzt diese neuen Möglichkeiten. Also insofern müssen wir auch hier ein Fragezeichen dahinter setzen. Ein drittes Kriterium, die Frage der Vielfalt. Auch hier wieder auf den ersten Blick der Eindruck, jeder kann publizieren. Deshalb sollte eigentlich die Vielfalt, die Themenvielfalt, die Meinungsvielfalt eigentlich gegeben sein. Auch hier sehen wir auf der anderen Seite wieder, dass es durchaus eine ganze Reihe von Ursachen dafür geben kann, dass es sowohl die Angebots- als auch die Nutzungsvielfalt beschränkt sein kann. Wir können zum Beispiel feststellen, dass es eine starke Koorientierung gibt, dass Redaktionen sich wechselseitig beobachten, dass Google News oder auch Spiegel Online ganz wichtig sind, um zu sehen, welche Themen denn nun wichtig sind im Tagesverlauf und welche Themen man auch selbst behandeln sollte. Dass auch in der Blogosphäre eigentlich eher selten eigene Themen kreiert werden, sondern ganz häufig die Themen durchsickern aus den klassischen Medien. Das heißt, dass wir da eben nicht die Vielfalt haben, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. Und letztlich hängt es auch von uns ab, ob man, wenn sie denn vorhanden ist, diese Vielfalt auch tatsächlich nutzt. Und auch hier lässt sich feststellen, dass das Repertoire der Internetnutzer sehr beschränkt ist. Man geht doch immer wieder auf die gleiche Website, macht sich nicht die Mühe, mal irgendwo in den Tiefen des Netzes zu graben. Und das gilt übrigens auch für die Journalisten, die häufig auch die Abkürzungen wählen, sodass vieles verschenkt wird von dem, was möglicherweise in den Tiefen des Internets irgendwo zu finden ist. Der vierte Punkt, nun Meinungsmacht. Macht ist natürlich zunächst mal kein Wert. Das werden Sie gleich sehen oder gleich feststellen, macht es selbst keinen Wert. Grundsätzlich geht man in der Medienpolitik davon aus, dass es keine Konzentration von Meinungsmacht geben soll. Man kann auch noch nach der Legitimation von Macht fragen. Man kann hier im Internet feststellen, das ist auch zunächst mal die Erwartung gewesen, dass es so etwas wie eine Nivellierung von Macht gibt, dass es eine breitere Verteilung gibt. Allerdings muss man auch da Fragezeichen dahinter stellen. Wir können einerseits feststellen, dass Intermediäre, das ist ja ein zentraler Punkt der aktuellen Debatte, Einfluss nehmen können auf Meinungsbildungsprozesse und auf der anderen Seite auch nicht publizistische Akteure, Politiker und Parteien, Donald Trump ist das beste Beispiel, erhebliche Meinungsmacht gewinnen können, allein gemessen in Reichweiten, über 40 Millionen Follower, die Donald Trump hat. Und dass wir mittlerweile mit einer Vielzahl neuartiger Persuasionstechniken zu tun haben, die auch in den letzten Wahlkämpfen zum Vorschein gekommen sind, wo man im Moment noch gar nicht richtig abschätzen kann, welche Bedeutung sie haben, wie wichtig sie geworden sind. Beispielsweise gezielt gestreute Fake News oder Social Bots, die man erstmal beobachten und auch verstehen muss. Eine weitere Erwartung ist die der Integration. Massenmedien sollen integrierend wirken, sie sollen einen Zusammenhalt schaffen, sie sollen eine gemeinsame Agenda schaffen, die wichtig für die Demokratie, dass wir uns auf die gleichen Themen konzentrieren. Es soll Foren geben, wo dann auch der demokratische Streit ausgetragen wird, also die Integration, die etwa dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr deutlich aufgetragen ist. Und hier, und auch das ist eine aktuell wichtige Debatte, hatten wir den Eindruck, dass es an den Zerfall der Öffentlichkeit kommt. Wie gesagt, hier sind die empirischen Befunde keineswegs so, dass man das ohne weiteres behaupten kann.
Und zwar sowohl, was die aktive als auch die passive Variante angeht. Die aktive Variante ist die, dass wir selbst nur die Themen, nur die Meinungen herauspicken, die wir für wichtig halten, die wir für richtig halten. Das ist dann Selective Exposure, also dass wir quasi durch unsere Auswahl handeln, uns selbst dann einseitig informieren. Die andere Variante ist die der Filterbubble, nämlich dass das passiv im Hintergrund passiert, nämlich gestützt durch Algorithmen und automatisiert. Auch da fehlen uns im Moment noch die harten empirischen Befunde. Das ist keineswegs so, dass man da Entwarnung geben kann, sondern das sind Dinge, die man sicherlich beobachten muss, längerfristig, um das im Blick zu behalten. Das ist, wie gesagt, im Moment fehlen uns da allerdings noch die harten empirischen Befunde. Ich komme zum Stichwort Informationsqualität. Auch das ist ganz entscheidend. Bisher hat der professionelle Journalismus dafür gesorgt, dass wir aktuelle, neutrale, relevante, objektive Informationen bekommen. Der professionelle Journalismus, wie wir wissen, ist in einer ökonomischen Krise. Interessanterweise fehlen auch da noch die harten empirischen Befunde, dass es hier zu einem deutlichen Qualitätsverlust gekommen ist, trotz aller Lügenpressebehauptungen. Ich glaube sogar, dass der Journalismus trotz der ökonomischen Schwierigkeiten, die er hat, sich im Moment noch sehr gut schlägt. Wir können auch durchaus innovative Ansätze erleben, Aufbruchstimmung, Constructive Journalism, Webreportagen, Datenjournalismus, andere Formen des Computational Journalism und so weiter. Also im Moment, glaube ich, wird da sogar relativ viel experimentiert. Längerfristig, sagen allerdings Medienökonomen, wird da ein großes Problem entstehen durch die Abwanderung nicht nur der Leser, des Publikums, sondern auch der Inserenten ins Internet und die dort eben nicht mehr dann zu den professionell journalistischen Anbietern kommen. Das heißt, die Verluste können dort nicht mehr kompensiert werden. Deshalb auch hier ein Fragezeichen und ich sehe auch nicht, dass Amateure, Bürgerjournalisten hier diese Lücken, die hier möglicherweise entstehen können, dann auch wieder schließen können. Schließlich noch die Frage der Diskursqualität. Das war möglicherweise die größte Erwartung, die man an das Internet hatte. Die Utopie, dass wir hier ein großes Forum haben, an dem sich alle beteiligen können, basisdemokratisch organisiert und wo man quasi gemeinsam Bürgerinnen und Bürger sich nun verständigen könnten. Auch hier sind in den letzten Jahren die Schattenseiten deutlicher geworden. Messen kann man das mithilfe der Kriterien für deliberative Qualität, die man etwa bei Jürgen Habermas findet, Rationalität, Respekt und Kohärenz gehören dazu, dass wir hier sehr häufig Abstriche machen müssen und sich hier die Frage stellt, wie man hier die Qualität solcher Diskurse verbessern kann. Wir wissen, dass die Bedingungen des Internets, also Anonymität, mangelnde sozioemotionale Hinweise, Enthemmung fördern können, die Betonung von Gruppenidentitäten, Anpassungsdruck des wahrgenommenen Meinungsklimas, Meinungsverstärkung und Polarisierung, die alle nicht einem deliberativen Diskurs zuträglich sind. Wolfgang Schweiger hat das in seinem Buch über den desinformierten Bürger im Netz sehr schön zusammengestellt. Durch populistische, propagandistische Strategien kann im Internet relativ wenig dagegen gesetzt werden, weil journalistische Gatekeeper nicht mehr zwangsläufig notwendig Dinge filtern, sodass auch solche Persuasionstechniken dann relativ ungehindert dann auch umgesetzt werden können. Ich komme zum letzten Punkt in diesem Abschnitt, Sicherheit oder Verletzlichkeit. Sicherheit ist auch ein Wert, der Schutz vor negativen Auswirkungen für Individuen und Gesellschaft. Auch da wissen wir mittlerweile, dass wir es mit Sicherheitsrisiken zu tun haben. Cyberwar, Cyberkriminalität, Cyberspionage, Cyberterrorismus, Cybermobbing und so weiter. Und dass staatliche Maßnahmen im Internet, die Sicherheit erhöhen sollen, dann auch oft in einem Spannungsverhältnis stehen zu anderen Werten, etwa dem Wert der Freiheit. Was wir hier insgesamt nun sehen, ist eine gemischte Bilanz. Vielleicht habe ich die Schattenseiten zu sehr betont. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass wir die Ambivalenz des Internets deutlich machen wollen, dass es keineswegs so ist, dass man sowas wie einen Abgesang feiern sollte. Gerade weil das Internet so formbar ist, ist die Frage nun ganz, ganz wichtig, wenn wir nun Probleme sehen, wie man gestaltend eingreifen kann. Und das ist, glaube ich, die große Frage und die große Herausforderung, der wir uns stellen sollten. Und das ist auch der Punkt, dem ich jetzt gerne dem letzten Abschnitt meines Vortrags widmen möchte. Da möchte ich gerne zunächst noch mal einen Blick zurückwerfen
in eine Zeit, als man noch einen sehr großen Steuerungsoptimismus hatte, als man glaubte, man könnte medienpolitisch Medien so einsetzen, dass sie dann auch wirklich dem Gemeinwohl auch dienen. In den 1970er und 1980er Jahren, als die Kabel- und Satellitentechnik, Bildschirmtext, Videotext eingeführt werden sollten, herrscht in der Politik die Vorstellung, man sollte nun zunächst mal diese neuen Techniken erproben in den sogenannten Kabelpilotprojekten, wo man in einigen ausgewählten Städten, in einer kleinen Zahl von Haushalten diese Techniken erstmal einsetzen wollte. Wissenschaftler sollten das dann begleiten und sollten das verfolgen und sollten dann am Ende ihre Ergebnisse vorlegen. Und auf Basis dieser Ergebnisse sollte dann entschieden werden, ob sie den Bürgerinnen und Bürgern zugemutet werden können. In der Tat, es gab eine ganze Reihe dieser Kabelpilotprojekte. Nur ließ sich das auch schon damals nicht umsetzen. Die Technik und mit ihr der private Rundfunk wurden eingeführt, längst bevor die Ergebnisse der Wissenschaftler vorlagen. Also was damals schon eine Illusion war, dass man nämlich Folgen exakt abschätzen kann und dass vor allem die Politik darauf wartet, bis solche Ergebnisse vorliegen, gilt noch viel mehr für das Internet, dessen Einführung ja schon ganz anders verlaufen ist. Eher hat man den Eindruck der Situation des Zauberlehrings, der Kräfte rief, Dinge in Gang gesetzt hat, die nur noch schwer zu kontrollieren sind. Allerdings wäre es falsch, jetzt irgendwie fatalistisch sich mit diesem Medium auseinanderzusetzen, sondern wir sollten uns nun überlegen, wie man nun vielleicht mit besseren Mitteln versuchen kann, dieses Internet zu gestalten. Der erste Punkt geht eindeutig in Richtung Wissenschaft. Wir müssen versuchen, besser zu erklären, was sich im Internet abspielt. Wir müssen Theorien entwickeln, Methoden entwickeln, die uns dazu in die Lage versetzen, um auch jetzt wieder über mein Fach zu berichten in der Kommunikationswissenschaft. Wir haben bisher relativ einfache Wirkungsmodelle, ausgehend von den Massenmedien. Hier haben wir die Massenmedien, hier haben wir das Publikum, das ist so einstufig, einseitig gerichtet. Wirkungen werden nur beim einzelnen Rezipienten wahrgenommen. Das kann man schön in der Laborsituation machen, dann kann man das schön statistisch aggregieren. Das ist so die typische Versuchsanordnung, die man hat, um Wirkungen zu messen. Damit werden wir natürlich dem Internet nicht mehr gerecht. Auch das einfache Denken in einfachen Kausalitäten reicht dafür nicht mehr aus. Ich hatte vorhin schon mal auf die Rückkehr der Masse hingewiesen, dass also diese sogenannten Rezipienten längst zu Nutzern geworden sind, die selbst mitkommunizieren, wo wir lange Interaktionsketten haben. Und wenn man sich das Geschehen dort ansieht, hat das sehr viel mehr mit komplexen Systemen zu tun, mit denen sich andere Fächer schon länger beschäftigen, Merkmale wie Vernetzung, Selbstorganisation, Dynamik, Emergenz, nonlineare Effekte, die überraschend sind, Schmetterlingseffekt, Sie kennen das vielleicht auch aus der populären Literatur, wo solche Systeme beschrieben werden. Und ähnliche Phänomene können wir auch im Internet beobachten, die wir nun anfangen müssen zu beschreiben, nachzuvollziehen mit dynamischen Netzwerkanalysen und versuchen müssen, diese Ketten nachzuvollziehen. Erste Ansätze gibt es dafür, etwa der dynamisch-transaktionale Ansatz, ein eigentlich schon relativ alter Ansatz, der genau solche Interaktionen schon mit in den Blick nimmt, und auch neuere Überlegungen, die es dazu gibt, auch von Leuten hier im Raum sind, zur Komplexitätstheorie, sind da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also das ist zunächst mal eine Herausforderung, übrigens dann auch in Kooperation mit anderen Fächern, mit der Informatik, die uns hilft, mit diesen großen Datenmengen umzugehen, die uns auch hilft bei der Methodenentwicklung, um solche Dinge dann auch besser beobachten zu können. Wobei auch das erst in einem gewissen Anfangsstadium ist. Wir haben zum Beispiel eine sehr intensive Twitter-Forschung, weil dort einfach der Zugriff auf die Tweets am allereinfachsten ist. Wir haben noch bei weitem nicht die komplette Netzwerköffentlichkeit im Blick, wie es eigentlich notwendig wäre. Die Frage, die sich dann stellt, ist die nach den Adressaten für Gestaltungsaufgaben. Ich glaube, auch da müssen wir anfangen, neu zu denken. Es ist keineswegs mehr nur eine Frage der rechtlichen Fremdregulierung. Man muss sich fragen, wie denn gesellschaftliche Verantwortung verteilt ist. Dazu gehört sicherlich am Ende auch, dass jeder von uns, der dort mitwirkt, der dort mitgestaltet, auch ein Stück weit Mitverantwortung trägt. Und das sind insbesondere aber auch die Intermediäre, die so machtvoll geworden sind und die starken Einfluss nehmen können. Ich brauche gar nicht jetzt auf die aktuellen Debatten eingehen, Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so weiter, wo man da einfach nochmal die Verantwortlichkeiten klären muss.
Wobei es sicherlich an vielen Stellen so etwas für verschachtelte oder gestufte Verantwortungszuschreibungen gibt, die gar nicht so einfach zu klären und zu adressieren sind. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, die Adressaten für Gestaltungsaufgaben. Und schließlich die Frage der Gestaltung selbst. Welche Maßnahmen kann man ergreifen? Ich glaube nicht, dass die wissenschaftlichen Erklärungen, das ist, glaube ich, auch nicht unsere Aufgabe, so weit gehen können, dass man ganz klare Handlungsempfehlungen geben kann. Das würde, glaube ich, den Rahmen dessen sprengen, was Wissenschaft leisten kann. Ich glaube, dass man gerade wegen der Unabsehbarkeit vieler Maßnahmen, man erlebt es ja immer wieder, wir sehr viel mehr Spielräume für Experimente brauchen. Wenn ich übrigens von Gestaltung rede, dann habe ich da einen relativ weiten Begriff. Der reicht von der Gestaltung des einfachen Blocks bis hin zur rechtlichen Fremdregulierung. Ich glaube etwa, dass die professionellen Medienproduzenten, also der Journalismus insbesondere, da auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und die, glaube ich, auch anfangen müssen, so etwas wie ein Innovationsmanagement zu entwickeln, das sie, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten vor Einbruch des Internets, glaube ich, gar nicht so leisten mussten. Wir brauchen da also Möglichkeiten. Vielleicht kennen Sie das Jugendangebot von ARD und ZDF Funk, das eigentlich so etwas wie ein Kulturbruch ist bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo man wirklich sagt, egal was man von der Qualität einzelner Angebote meint, wo man wirklich sagt, wir probieren mal was aus, wir testen mal was, gehen mit vielen Angeboten an den Start und prüfen das mal und justieren dann einfach nach. Ich glaube, so etwas wie eine interaktive und auch partizipative Innovationsforschung, einige Kollegen betreiben das auch schon in Zusammenarbeit mit Redaktionen, ist sehr, sehr wichtig, um quasi begleitend solche neuen Angebote zu gestalten. Letztlich, das ist der Begriff, der mir dazu eingefallen ist, brauchen wir so etwas wie eine Stückwerktechnologie, das ist ein Begriff von Karl Raimund Popper, der gesagt hat, wir können die Zukunft nicht vorhersehen, wir können nur anfangen zu probieren. Wir sollten immer wieder Möglichkeiten haben, nachzujustieren, um einmal getroffene Entscheidungen dann auch wieder abzuändern, wenn wir merken, dass die Effekte nicht die gewünschten sind. Oder um einen anderen Autor noch zu nennen, Uwe Schiemann in seinem Buch über die Entscheidungsgesellschaft arbeitet dort, wie ich finde, sehr gut heraus, wie man in Abhängigkeit vom Grad der Komplexität einer Situation dennoch ein relativ hohes Maß an Rationalität erreichen soll und gibt dort gestützt auf die empirische Forschung viele Hinweise, wie man hier vorgehen kann. Ich will mir das jetzt hier ersparen, damit wir noch genügend Zeit haben, nun für die Diskussion nochmal auf die einzelnen Adressaten hier einzugehen, die hier gefragt sind, sondern möchte jetzt zum Abschluss kommen, nachdem ich versucht habe, Ihnen also zunächst mal in einer Gesamtsicht die Besonderheiten des Internets zu beschreiben. Dann hatte ich den Versuch unternommen, den derzeitigen Zustand zu beschreiben und um abschließend noch einige Gestaltungshinweise zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Neuberger, für diese Tour d'horizon, kann man schon fast sagen, durch Ihr Fach und durch die Themen, die uns hier beschäftigen. Ich werde jetzt versuchen, in einem ersten Teil so ein paar Fäden aufzunehmen von dem, was Sie gerade vorgetragen haben und dann später vielleicht noch ein paar allgemeinere Fragen stellen, ganz am Schluss, bevor dann, wie gesagt, Sie zum Zug kommen mit dem Saalmikrofon oder mit der Twitter-Wall. Herr Neuberger, Sie haben über den angeblichen Vertrauensverlust der Medien gesprochen, mit dem man gerne hausieren geht, gerade in den Medien selbst, sind ja oft die größten Medienkritiker, den man nicht so richtig empirisch reinholen kann. Ich kann mich erinnern, glaube ich, eine Studie mal gesehen zu haben aus England, wo insbesondere das Radio wahnsinnig gut abschneidet, viel besser als man dachte. Also diesen Vertrauensverlust gibt es gar nicht so richtig. Und dann haben Sie noch gesagt, es können alle mitgestalten. Wenn man jetzt aber guckt, was das größte soziale Netzwerk, wir wissen alle, wen wir meinen, im Verlauf des letzten Jahres, der letzten Monate gemacht hat und jetzt endlich auch darüber spricht, nämlich die Umstellung des Newsfeeds, also dass sie die Medien bis zu 40% quasi rausdrängt aus diesem Feed oder jetzt gestern, glaube ich, erst gesagt hat, wir werden uns jetzt auf lokale News konzentrieren, weil das ist das, was sie zu quasi bürgerschaftlicher Partizipation ermutigen soll. Da muss man dann doch sagen, oder könnte man in den Raum stellen, dass ja da doch dann jemand anders gestaltet. Also nicht der User der
mitgestaltet, sondern doch eben so etwas wie ein Monopol und dass die Glaubwürdigkeit der Medien dadurch dann doch deutlich sinken wird. Wie sehen Sie diese neueste Entwicklung? Also zunächst nochmal, um auf diese These des Vertrauensverlusts einzugehen, das konnte ich wirklich nur kurz streifen, deshalb danke für die Gelegenheit, das nochmal ein bisschen ausführlicher zu machen. Grundsätzlich ist es so, dass Institutionen wie der Journalismus, Intermediäre, ein vergleichsweise geringes Vertrauen haben. Das war aber immer schon so, muss man sagen. Ich kenne die Zahlen sehr gut für den Journalismus, da war das Vertrauen immer schon, das zieht sich über Jahrzehnte hinweg, nicht allzu hoch so. Wir haben jedenfalls, seit es das Internet gibt, nicht plötzlich einen Knick nach unten oder auch in den letzten Jahren keine dramatische Abwärtsentwicklung. Es gibt, wie gesagt, eine Vielzahl von Studien, World Value Survey, wir haben den Eurobarometer, wir haben auch diverse Erhebungen in Deutschland, zuletzt eine Studie, die Mainzer Kollegen vorgelegt haben, die zu einem folgenden interessanten Befund gekommen sind. Sie konnten einerseits zeigen, dass es eine Gruppe gibt, die dem Journalismus sehr vertraut, die sogar angewachsen ist. Wir haben auf der anderen Seite eine Gruppe, die dem Journalismus sehr wenig vertraut und die ist auch angewachsen. Das heißt, wir haben in der Mitte eine Gruppe von Leuten, die kleiner wird, die so irgendwie in der Mitte stehen, die nicht so recht wissen. Also wir haben, wenn Sie so wollen, das zeigt die Studie, eine gewisse Polarisierung. Man kann das darauf zurückführen, auf die Diskussion selbst, dass die Leute sich mehr Gedanken darüber machen, ob man dem Journalismus vertrauen darf oder nicht so. Die ist da relativ differenziert, diese Studie, die wir da haben. Die letzte Eurobarometer-Studie beispielsweise weist für Deutschland einen Höchstwert aus, einen so hohen Wert, wie wir ihn noch nicht hatten. Die letzte Studie von Edelman, dieser Vertrauensbarometer, der jetzt gerade veröffentlicht worden ist, zeigt für Deutschland auch im internationalen Vergleich einen relativ hohen Vertrauenswert. Vor allem ist in Deutschland die Differenz zwischen dem Vertrauen in den professionellen Journalismus, die vergleichsweise hoch ist, und das Vertrauen in die sozialen Medien, die in Deutschland sehr gering ist. Also dass wir da besonders im internationalen Vergleich eine besonders große Differenz haben zwischen Vertrauen in Journalismus und Vertrauen in soziale Medien. Jetzt möchte ich gerne noch einen Punkt anfügen. Das ist aber in Deutschland auch schon immer so gewesen, oder? Dass die Technologieskepsis vergleichsweise hoch ist, im Vergleich zu USA. Aber man kann nicht sagen, die Leute wenden sich vom Journalismus ab, weil sie ihm nicht mehr vertrauen und gehen zu den sozialen Medien. Also im internationalen Vergleich ist das Vertrauen hier in Deutschland relativ hoch. Es gibt jetzt noch einen bemerkenswerten Hinweis. Das war eine Studie von Jan Müller, der Daten des World Value Service ausgewertet hat und der zu folgendem interessanten und erstmal kontraintuitiven Befund kommt. Er stellt nämlich fest, dass in autoritären Staaten das Vertrauen in die Medien in der Tendenz höher ist als in demokratischen Staaten. Seine Erklärung ist die, in Demokratien, wo wir eine publizistische Vielfalt haben, werden wir ständig in Frage gestellt. Wir haben ständig mit unterschiedlichen Meinungen zu tun. Wir werden ständig irritiert und wissen gar nicht genau, wem wir jetzt eigentlich vertrauen sollen. Und eigentlich ist es genau die Situation, in der wir als mündige Bürgerinnen, mündige Bürger anfangen sollen, uns selbst Gedanken zu machen. Deshalb glaube ich, kann man gar nicht sagen, dass ein maximal hohes Vertrauen in die Medien gut ist. Das schaffe ich nämlich am ehesten dann, wenn alle Medien das Gleiche berichten und sich nicht widersprechen. Also insofern würde ich sagen, sollte man jetzt nicht nur gucken, ob das Vertrauen hoch oder niedrig ist, sondern sollte nach dem angemessenen Maß des Vertrauens fragen. Sie haben auch über die Sicherung der Diskursqualität gesprochen und ich versuche das jetzt rückblickend auf Ihren Vortrag in Verbindung zu bringen mit den komplexen Systemen, die Sie angesprochen haben. Eben, dass quasi die einfachen Wirkungsmodelle, wie Sie ganz kurz angerissen haben, auch mit Habermas und so weiter, eigentlich nicht mehr so richtig funktionieren. Es sind komplexere Systeme. Wie ist in diesen komplexeren Systemen, die eben nicht linear und die quasi in der Multitude, um es mal so zu sagen, funktionieren, wie ist da so etwas wie eine Diskurssicherung oder eine Qualitätssicherung überhaupt noch denkbar? Wie lässt sich sowas regulieren, ohne quasi sofort wieder einem Top-Down-Modell zu verfallen? Indem man die Komplexität reduziert, um mit Luhmann zu antworten. Also man kann, glaube ich, Arrangements schaffen, wo man diesen gepflegten Diskurs betreiben kann, um das vielleicht mal ganz grob zumindest zu skizzieren. Es gibt, glaube ich, gar keine Notwendigkeit, dass jederzeit jeder auch mitdiskutieren darf. Das schafft ja diese Probleme der mangelnden Kohärenz, dass Leute mit ganz unterschiedlicher Motivlage da mitmachen, also auch solche, die nicht konstruktiv mitdiskutieren wollen. Ich glaube, es ist im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit hatten, und das ist quasi der Vergleich, den ich hier mal heranziehen möchte,
möchte, ist schon ein großer Gewinn, wenn wir eine Gruppe von 100, 120 Leuten haben, die wir durchaus auch den Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren können oder die unterschiedlichen Positionen zu einem ganz bestimmten Thema. Wenn man die zusammen bekommt, quasi vorausgewählt, die also bekannt sind, die registriert sind und die diskutieren lässt. In einem solchen Arrangement, glaube ich, wäre es sehr viel einfacher bei einer immer noch überschaubaren Zahl und wo wir auch aktive Moderatoren haben, also wo auch im Internet eine Moderatorenrolle übernommen wird, wie wir sie aus Hörfunk und Fernsehen können. Es gibt Inhaltsanalysen, die zeigen, mir fällt eine Inhaltsanalyse ein zu deutschen Qualitätsmedien, wo Online-Kommentare untersucht wurden, also die Kommentare, die unter den Artikeln stehen. Das waren mehrere hundert Kommentare, die da ausgewertet wurden. Es wurde kein einziger Beitrag eines Journalisten gefunden. Also die Autoren der Beiträge, die Redakteure haben sich da einfach nicht eingemischt. Und das ist, glaube ich, kein guter Zustand. Also man müsste da Wege finden und das kann man, glaube ich, auch in Feldexperimenten machen, dass man einfach verschiedene Arrangements schafft und dann einfach mal schaut, was dann einfach besser funktioniert. Das ist das, was ich angesprochen hatte mit der Experimentierfreude. Das ist natürlich eine Ressourcenfrage in den Redaktionen, damit zu experimentieren, und oft hört man ja auch, wir haben keine Leute, die man noch abstellen können als Community Manager, die sich um solche Aufgaben kümmern können. Da könnte man auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen, dem es ja auch aufgetragen ist, die individuelle und öffentliche Meinungsbildung zu fördern. Das ist ja ein Teil seines Auftrags, da würde ich es am ehesten verorten wollen. Da passiert es auch tatsächlich, wenn ich auf Deutschlandfunk gucke oder so, das ist ganz anders moderiert, als zum Beispiel ein Spiegel Online Forum moderiert ist. Uns Journalisten, ich komme daher, wird allerdings immer gesagt, halt dich da bloß raus. Geh da nicht auch noch rein, du hast deinen Teil getan, lass die Crowd ihre Sache machen. Sie würden also ganz konkret zum Gegenteil raten. Mischen Sie sich, ich soll mich einmischen. Ja, unter meinen Artikel. Ja, ganz deutlich sagen. Also das ist, ich glaube, da muss sich auch das Rollenverständnis von Journalisten ändern. Das ist, man sollte versuchen, auf Augenhöhe mit dem Publikum dann auch zu kommunizieren. Die Aufgabe ist nicht erledigt, wenn der Artikel fertig geschrieben ist, der Punkt, Schlusspunkt gesetzt ist, sondern das setzt sich fort. Und ich glaube, das wird die Zukunft des Journalismus sein, dass man mit seinem Publikum interagiert, dass man es ernst nimmt. Das ist, glaube ich, auch für die Bindung des Publikums ganz wichtig, dass es dann entsprechende Signale auch seitens der Redaktion gibt. Ich glaube, das Oberlehrerhafte, dieser Frontaljournalismus, wir sagen euch, wie ihr die Welt zu verstehen habt und dann auch nicht auf Kritik einzugehen, ist nicht gut, sondern da muss sich, glaube ich, der Journalismus verändern. Wenn es jetzt... Ist auch wahnsinnig zeitintensiv, ne? Als freier Journalist kann ich mir das eigentlich ja gar nicht leisten. Ich kann es mir nur leisten, wenn ich quasi eine feste Anstellung habe, irgendwo, wenn ich da quasi abbestellt werde, das zu tun. Aber Sie haben von diesen Foren gesprochen. Sie haben von 100, 200 Leuten gesprochen, die diese quasi Teilöffentlichkeit oder diese ja doch dann repräsentative Öffentlichkeit ein Stück weit, oder? Auch wenn es um Aushandlungen geht, quasi konstituieren. Wie konstituiert die sich aber? Was haben Sie dafür vor? Was gibt es da für Regulierungsmechanismen, dass wir wieder dahin kommen? Das ist eine Form des Gatekeeping eigentlich. Das, was wir jetzt gerade nicht so gern gehört haben in den letzten 10 Jahren. Ja, wie gesagt, ich sehe, es geht ja darum, diese Bedingungen zu optimieren. Es gibt jetzt, wenn man sich bei Habermas anschaut, welche Kriterien er hat für Deliberation, eine ganze Reihe von Kriterien, die sind auch nicht völlig widerspruchsfrei. Zum Beispiel besteht eindeutigen Widerspruch zwischen der Offenheit, dass alle mitmachen können und jedes Thema und jederzeit und jede Meinung zu jeder Zeit dann geäußert werden darf, zur Qualität des eigentlichen Diskursverlaufes, nämlich dass man da aufeinander eingehen soll, dass man sich aufeinander beziehen soll, dass man respektvoll miteinander umgeht. Rationalität ist ein wichtiges Kriterium, dass man quasi die Argumente der Gegenseite abklopft und dann auch seine eigenen Argumente relativiert. Das wird in der Literatur alles sehr schön beschrieben. Wie gesagt, da besteht ein gewisses Spannungsverhältnis und man kann es nicht völlig auflösen. Was wir im Moment haben, ist in weiten Bereichen, wir öffnen die Schleusen, wir haben beide Extreme, öffnen einerseits die Schleusen, dass jeder jederzeit mitdiskutieren kann, und dann haben wir das, was wir eben sehr häufig dann auch sehen in diesen Kommentarspalten, oder man macht die Schleusen
Schleusen dicht und sagt, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben, nur die Journalisten haben hier das Sagen. Ich glaube, es gibt genügend Zwischenformen, mit denen man, wie gesagt, experimentieren müsste. Und eine Möglichkeit besteht, wie gesagt, darin, wir wählen eine Gruppe von Menschen aus, die sollten, wie gesagt, nicht ganz willkürlich ausgewählt werden, die sollten das Meinungsspektrum widerspiegeln, sie sollten motiviert sein, sie sollten durchaus auch informiert sein, sie sollten einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Es gibt in den USA Deliberative Polls, wo sowas auch schon in der Zeit vor dem Internet gemacht wurde, so man gesagt hat, Bürger sollen nicht nur abstimmen, sie sollen nicht nur am Wahltag sagen, welchen Kandidaten sie bevorzugen, sondern wir wollen sie auch als mündige Bürger ernst nehmen, sie sollen auch mit argumentieren können, wir wollen auch hören, was sie denken. Und hat das in Präsenzsituationen auch schon gemacht und hat dann gesehen, wie die Bürger miteinander diskutieren. Das ist der Begriff der Deliberation, der tatsächlich wichtig ist bei Habermas. Ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, aber wenn ich das mal, wenn Sie erlauben, das ein bisschen runterbreche, ist, glaube ich, der Hauptunterschied, sagen wir mal, zwischen den großen Vertretern, zwischen Rawls und Habermas in der Deliberation der, dass Habermas sagt, es müssen auch nicht institutionelle Agenten oder Player an dieser Art von Diskurs teilnehmen können. Rawls lehnt das eher ab. Und das scheint mir eigentlich da immer noch der springende Punkt zu sein. Also was ist eine Institution und was ist ein Nicht-Institution? Institutioneller Player, um quasi die Vielheit dann selbst in einem Ausschnitt dieses Forums irgendwie herstellen zu können und sicherstellen zu können, im Sinne auch einer partizipativen Demokratie. Warum ist das heute, oder warum stimmt das überhaupt, ist das heute veraltet für die Diskussion, die wir hier führen, oder kann man es nicht verlängern in das, was Sie eigentlich auch sagen? Ich sehe da einen Widerspruch gar nicht so richtig zwischen Habermas und dem, was Sie gerade vorschlagen. Ich habe ja versucht, gerade mit Habermas zu argumentieren, und er hat ja so ein Arenenmodell, wo er quasi unterschiedliche Arenen hat, und seine Idealvorstellung ist schon die, dass das quasi von unten nach oben gehen soll, eine Bottom-up-Entwicklung. Ausgangspunkt sollen die nicht organisierten Bürgerinnen und Bürger sein, die zivilgesellschaftlichen Vereinigungen, bevor es dann in diesen institutionellen Bereich geht, bis dann Parteien anfangen, dann die Themen aufzugreifen, dann im Parlament diskutiert wird und entschieden wird. Also er hat hier quasi eine Kettung, Aneinanderkettung von unterschiedlichen Arenen, und seine Vorstellung ist schon die, dass es zunächst mal in diesem informellen Bereich anfangen soll. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir uns Gedanken machen müssten, wie das im Internet realisierbar ist. Jochai Benkler, das ist ein Theoretiker, der schon sehr früh da so ein Bild entwickelt hat von der Netzwerköffentlichkeit, hat genau gesagt, also wir müssen sehen, dass wir im Internet, wo wir große Öffentlichkeiten haben und kleine Öffentlichkeit haben, genügend Dynamik von unten nach oben haben. Also einerseits die Gefahr, dass wir eine starke Konzentration haben, dass auch im Internet quasi die großen Massenmedien das Sagen haben und das nur nach unten sickert, oder aber, dass es eben zu einem Zerfall von Öffentlichkeit kommt, dass es eben keine, also gerade diese Fragmentierungsthese. Er war relativ optimistisch und meinte, ja, wir könnten das hinkriegen, dass quasi das, was in den kleinen Blogs, in den sozialen Medien Bürgerinnen und Bürger zu sagen haben, dass es dann auch mehrstufig, dezentral von unten nach oben durchgereicht werden kann. Also dass es quasi dann Verbindungsstellen gibt und dass dadurch eine höhere Durchlässigkeit auch entstehen kann, war seine Idealvorstellung, die er da entwickelt hat. Wie kann man sich sowas konkret vorstellen? Ich glaube, das ist auch so eine Vermittlungsaufgabe, die auch an die professionellen Journalisten gerichtet sein sollte, die eben vielfältiger suchen müssen, die eben Verweise geben müssen, jetzt aktuell zu Themen, was denn da im Netz irgendwo diskutiert wird. Aber es ist, glaube ich, auch für alle anderen, die irgendwo auf einer Zwischenebene angesiedelt sind, als auch größere Box, glaube ich, so eine Aufgabe, immer wieder auch nach unten zu schauen, damit diese Entwicklung von unten nach oben auch wirklich funktionieren kann. Ich glaube, viele Leute machen sich wirklich große Sorgen um die Echo Chambers und um die Filterblasen, die sie jetzt auch gestreift haben, gerade eben, aber auch in Abrede gestellt haben von dem wissenschaftlichen Standpunkt zumindest in ihrem Vortrag, und haben gesagt, wir suchen die ständig, aber finden sie nicht so richtig empirisch. Was ist das für ein Effekt? Warum haben wir das Gefühl, dass Filterblasen, das heißt ja eigentlich Zerfall der Öffentlichkeit, heißt irgendwie fortgeschrittene Dissemination und Fragmentierung, warum haben wir das Gefühl, dass die uns so stark prägen, und Sie können sie trotzdem nicht finden? Was ist das für eine Diskrepanz? Wie kommt dieser Effekt zustande? Dass wir überhaupt daran glauben? Gut, das hat sicherlich jetzt mit den Diskursuniversen zu tun, dass wir natürlich dann im politischen Bereich eher dann thesenhaft argumentieren, dass man vereinfacht dann sagt, es gibt da irgendwo Echo Chambers,
Ich will das auch gar nicht völlig in Abrede stellen, so habe ich es auch in meinem Vortrag ja auch nicht gemacht. Es gibt, wie gesagt, dieses Homophilie-Prinzip, dass sich Gleichgesinnte eher zusammenfinden und zwar auf den extremen, politisch extremeren Zeiten noch stärker als jetzt in der Mitte. Dieses Phänomen kann man durchaus feststellen. Es ist aber keineswegs so, dass es da eine völlige Abkapselung gibt, also dass es da einen völligen Abschluss gibt. Also insofern würde ich das nur relativieren wollen, dass es so eine Vereinzelung oder Absonderung gibt. Man kann, das wäre, sagen wir mal, insofern auch gar nicht schlimm, wenn die da unter sich bleiben und aus da nicht hervorkommen, dann hätten wir jetzt nicht diese explosionsartigen Auseinandersetzungen, die wir an vielen Stellen haben, diese Hasskommentare. Das ist ja gerade, wenn sie dann ihre Blasen wieder verlassen und dann, weil sie glauben, sie seien in der Mehrheit oder nur ihre Weltsicht zählt und dort erfahren sie auch viel Medienkritik und haben dann auch eine entsprechende Voreinstellung gegenüber den Medien, dass es dann zu diesen sehr robusten Auseinandersetzungen kommt. Das ist das, was ich da anmerken möchte. Vielleicht auch da nochmal ein Blick in die Vergangenheit. Ich glaube, sowas wie Echo Chambers gab es auch in der Vergangenheit schon. Das waren eben die Stammtische, genau. Das waren die kleinen Runden, wo sich die Leute getroffen haben, die dann oft auch einer Meinung waren und sich noch gegenseitig aufgestachelt haben. Das wird jetzt vielleicht im Internet sichtbar, weil die sich jetzt auch dort treffen und das nun auch von außen einsehbar war. Das sind, glaube ich, Dinge, die man in der Vergangenheit einfach nicht gesehen hat. Wenn es um Hate Speech geht, sind wir bei den Verantwortlichkeiten, die Sie auch kurz gestreift haben. Ganz kurz ist noch der Begriff Netz-DG, Netzdurchwirkungsgesetz, gefallen. Da möchte ich noch ganz kurz einhaken, bevor ich das gerne öffnen möchte. Für Sie, es ist ja auch eine Reihe, die sich mit prononciert europäischen Perspektiven auf unsere Fragen beschäftigen möchte. Und da gibt es nun ein paar Eigentümlichkeiten, nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland, gerade was das Netzdurchwirkungsgesetz angeht. Heiko Maas, unser Justizminister, ist da sehr viel strenger, als es auf europäischer Ebene gewünscht wird. Da geht es um sehr viel mehr Kontrolle. Er möchte eigentlich die Netzwerke dazu zwingen, sehr viel schneller und sehr viel mehr zu löschen. Auf europäischer Ebene ist man ein bisschen liberaler. Für welchen Weg würden Sie ganz konkret da plädieren? Ich hatte ja einen Weg am Ende meines Vortrags angedeutet. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die man ausprobieren muss, wo man einfach sehen muss, was das Ergebnis ist. Beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben wir ja zur Jahreswende schon gesehen, wie das instrumentalisiert werden kann von Politikern, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Was ganz entscheidend ist, ist, glaube ich, dass eine Transparenz vorhanden ist, dass wir wissen, wie denn da gefiltert wird, nach welchen Kriterien das passiert, dass es da eine Offenlegungspflicht gibt und dass dann auch nachjustiert werden kann und dass es vor allem dann auch Einspruchsmöglichkeiten gibt gegen Entscheidungen dieser Intermediäre. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Wir sind da wirklich in einem Spannungsverhältnis. Einerseits wollen wir was tun gegen diese Hasskommentare, gegen all diese unschönen Erscheinungen und ich glaube auch, dass die Intermediäre diejenigen sind, die man da in die gesellschaftliche Verantwortung ziehen muss, die auch selber was tun müssen. Wir müssen aber nur auf der anderen Seite auch wieder sehen, Stichwort Zensur, dass sie da eben nicht übers Ziel hinausschieben und auch, dass auch diese politischen Instrumentalisierungsmöglichkeiten, dass man auch da irgendwie eine Abhilfe finden kann. Das ist, glaube ich, eine Sache mit offenem Ausgang. Das muss ausprobiert werden und ich glaube, wir müssen die Bedingungen schaffen, um solche Dinge auch experimentell einfach erproben zu können. Das heißt, um sie dann auch schnell wieder verändern zu können, ja, und nicht quasi auf einen langsamen politischen Weg hoffen, ja, der dann einfach wahrscheinlich zu langsam ist. Ja, ja, sehr gut. Ja, jetzt möchte ich es wirklich öffnen. Es gibt zwei Mikrofone im Saal. Ich möchte erst mit dem Saal beginnen und dann haben wir noch die Möglichkeit, auf Twitter zu schauen. Das macht Frau Werner. Aber wir bleiben erstmal im Saal. Wo ist das Saalmikro oder die Saal? Hier in der zweiten Reihe ist der erste Herr, den ich da gerade gesehen habe, ganz außen. Ja. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Das war sehr stimulierend und sehr spannend, was Sie gesagt haben. Sie haben sehr viel über Öffentlichkeit gesprochen und indirekt natürlich damit auch schon über Demokratie. Aber da wir das Thema Demokratie und Öffentlichkeit haben, direkt zur Demokratie, gibt es aus Ihrer Sicht Besonderheiten, Brüche, Umbrüche in Bezug auf den demokratischen Prozess aufgrund des Internets? Oder welche Probleme sehen Sie, die sich aus der Nutzung des Internets durch diese und jene ergeben und welche Gestaltungsmöglichkeiten vielleicht, um demokratische Prozesse noch zu verbessern? Ich denke, auf einen Punkt bin ich schon sehr ausführlich eingegangen, nämlich
die öffentliche Meinungsbildung, die ein zentraler Bereich ist von Demokratie. Demokratie ist nicht nur eine Frage der Mehrheitsverhältnisse, der Abstimmung, sondern das ist, soll zunächst mal eine Meinungsbildung stattfinden. Bürgerinnen und Bürger sollen die Argumente kennenlernen, die für oder gegen eine Entscheidung sprechen. Und da haben wir deutliche Veränderungen. Darüber haben wir gerade diskutiert. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, wenn wir nochmal die Frage aufwerfen wollen, inwieweit das Internet Demokratie tangiert. Demokratie geht noch weiter. Also man kann auch den Abstimmungsprozess selbst, das wissen wir ja auch, online gestalten, also dass man E-Voting betreibt. Und man kann natürlich jetzt auch noch alle anderen politischen Institutionen in den Blick nehmen und die Frage stellen, welche Veränderungen sich da ergeben. Mehr Transparenz beispielsweise für parlamentarische Diskussionen. Die Internet-Enquete-Kommission war da, glaube ich, vorbildlich, indem sie ihre Unterlagen offengelegt hat, auch diesen, ich glaube, 17. Sachverständigen noch zugelassen hat, wo dann auch Bürgerinnen und Bürger, auch in einer relativ späten Phase, wo man ja eigentlich keinen Einblick mehr hat, wo die Dinge meistens hinter den Kulissen passieren, auch noch mitbekommen hat, was da die Politiker diskutieren und auch selbst ihre eigenen Anregungen mit einspielen konnten, sprich, dass auch Bürgerinnen und Bürger in einer späteren Phase quasi noch mit beeinflussen können. Das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die möglich geworden ist. Ich sehe jetzt vor allem mal die positiven Aspekte. Wir haben dann den Bereich von Open Data, wo man auch da einen tieferen Einblick in das Verwaltungshandeln gewinnen kann. Auch da, glaube ich, bieten sich neue Möglichkeiten, um mehr Transparenz zu schaffen, um den Bürger auch als mündigen Bürger auch wirklich ernst zu nehmen. Das nur mal als ein paar Einsprengsel oder ein paar Ergänzungen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Vielen Dank. Ich habe noch ein paar andere Hände gesehen, aber weiß jetzt natürlich nicht mehr, wo sie in die Luft gingen. In der circa fünften Reihe wahrscheinlich habe ich eine Dame gesehen, zweiter Platz von rechts von mir aus gesehen und dann gleich dahinter nochmal und danach würde ich gerne mal auf Twitter schauen. Bitte. Okay. Das Thema ist ja Demokratie und Öffentlichkeit in der digitalen Gesellschaft und mich würde jetzt mal interessieren, ich war auf einer Veranstaltung, habe es jetzt, muss ich zugegebenermaßen sagen, nicht selbst kontrolliert, aber es ging um Fake News und es wurde tatsächlich gesagt, von auch einer Professorin, dass die 20 Unwahrheiten zwei Wochen vor der Wahl oder in den zwei Wochen vor der Wahl in den USA öfter geliked und geteilt wurden als die 20 beliebtesten Wahrheiten. Und wie beeinflusst uns sowas? Also ich meine, das müssen ja dann doch mehr Leute geliked und geteilt haben und dementsprechend muss das doch einen Einfluss auf unsere Demokratie haben. Und dann noch habe ich eine Frage, und weil ich mich selbst so ein bisschen in der Filterblase fühle, und ist Google nicht unglaublich? Wird man da nicht total beeinflusst in allem? Weil alles, was man sucht, wird gespeichert und dementsprechend werden unsere Ergebnisse angezeigt. Außerdem wird ja auch die Position der Anzeigen, das ist dann aber noch eine Frage, kann man sich ja erkaufen sozusagen, also wo wird man angezeigt, in welcher Reihenfolge bei Google? Also ist jetzt ein bisschen konfus, aber die drei Sachen kamen jetzt und wollte ich dringend fragen. Gut, ich versuche es mal zu sortieren, also zunächst mal zu Google, ja, da kann man Anzeigen kaufen, wobei es da schon seit bald 15 Jahren Regeln gibt, zumindest in Deutschland, auch die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-Anbieter, FSM, abgekürzt, wo man sich auf einen Kodex geeinigt hat, wie sowas markiert werden muss. Und das meines Wissens ist, das funktioniert das auch recht gut, so ähnlich wie wir das auch in Tageszeitungen haben, wo etwas ausdrücklich als Anzeige gekennzeichnet sein muss, wenn es von der Gestaltung her verwechselt werden könnte. Auch mit Bezug auf Google die Frage der Personalisierung. Eli Pariser hat ja in seinem Buch über die Filterbubble das so anekdotisch berichtet. Er hat mal einen Freund gebeten, die gleichen Sucheingaben zu machen und da kam man zu unterschiedlichen Ergebnissen. An der Universität Mainz, die Kollegin Birgit Stark hat mit ihrem Team Hunderttausende von Anfragen gestellt bei Google. Man hat dort geschaut, inwieweit es unterschiedliche Platzierungen gibt in Abhängigkeit vom Profil, vom Suchverhalten. Und sie haben nur minimale Abweichungen feststellen können. Das ist im Moment so der empirische Befund, den wir haben. Also insofern ist es da schwierig, diesen Filterbubble-Effekt nachzuweisen. Worauf Sie hinweisen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da werden natürlich kräftig Daten gesammelt. Und wir wissen
fast nichts darüber, was Facebook, was Google mit den Daten anfangen, wie sie Feldexperimente machen, wie sie uns möglicherweise schon steuern können. Es gibt ja nur ganz wenige Studien, wo man mal so ein bisschen ganz kleinen Einblick gewonnen hat in das, was Facebook macht. Vielleicht kennen Sie die Studien, darüber wurde auch viel geschrieben. Beispielsweise, dass man Stimmungen regulieren kann, wenn man im Newsfeed auf Facebook mehr positive oder negative Nachrichten verbreitet, dann sind auch, ist auch die Anschlusskommunikation der Leute dann entsprechend positiver oder negativer. Also man kann quasi die Stimmung anregen. Eine andere Studie, die viel diskutiert wurde, war die über den I voted Button, also dass man bei Facebook anzeigen konnte, ich war wählen. Und konnte seinem Freundeskreis signalisieren. So. Und das, man hat dann festgestellt, dass die Leute dann eher auch selber wählen gegangen sind. Jetzt kann man natürlich ein bisschen Fantasie entwickeln. Das kann man natürlich dann auch einseitig einsetzen und kann da möglicherweise auch Einfluss nehmen auf Wahlergebnisse. Eine ähnliche Studie gibt es auch über Suchmaschinen, über Google, in Laborexperimenten, wo man festgestellt hat, wenn man das entsprechend manipuliert, was wie gesagt in Frage gestellt wird, ob es passiert, aber die Möglichkeit besteht, wenn man das manipuliert und wenn Leute nach Kandidaten suchen zu einer Wahl und man dann je nachdem positive oder eher negative Nachrichten nach oben stellt, dann kann das auch bei einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung Einfluss haben. Das Problem ist, dass wir als akademische Forscher viel zu wenig Einblick haben, auch nicht die Daten bekommen von Facebook, Google und so weiter und deshalb auch viel zu wenig wissen, was da drin steckt und vor allem wissen wir nicht, was dort selbst geforscht wird. Dort arbeiten zum Teil sehr angesehene Forscher, die haben da, glaube ich, da durchaus schon ein sehr großes Know-how, man weiß einfach zu wenig drüber. Ich habe noch eine Frage, zwei, drei Reihen hinten dran. Ja, der Herr ist schon da, bitte. Und dann würden wir kurz online schauen. Ja, mein Name ist Albert Reinhardt. Ich verfolge die Diskussion schon ziemlich lang und was wir, glaube ich, als Gesellschaft oder als Kulturträger immer nicht erkennen, ist sozusagen, dass wir die Möglichkeit unserer Jugend, gesellschaftliche Phänomene zu lernen, also bisher so sehen, dass die sich halt immer den Gegebenheiten anpassen müssen. Aber wir haben jetzt eine neue Situation, also die Älteren wissen gar nicht, wo es hinläuft. Das heißt, wir müssten sozusagen sowas wie anstatt dieses Lernen auf Vorrat oder nicht anstatt, sondern neben diesem Lernen auf Vorrat in der Schule offenes Lernen ermöglichen. Also da gibt es auch zum Beispiel auf der anderen Seite schon bei Google die Möglichkeit, dass Maschinen wirklich ihre eigenen Algorithmen optimieren. Ja? Und was spräche dagegen, dass Jugendliche, also das wäre sozusagen die Elite von Luhmann, ja, eine Auswahl, also nicht die ganze Bevölkerung ist beteiligt, sondern die Elite der Jugendlichen, die auch hinreichend in hinreichender Diskrepanz oder Differenz zum Bestehenden steht, also praktisch einen Blick von außen hat. Ja, wenn die sozusagen als Alterskohorten auf den verschiedenen politischen Ebenen, die Jüngsten auf der kommunalen Landesebene, Bundesebene, altersgestaffelt, jeweils politische Gesetzesentwürfe oder Vorlagen für Gesetzesentwürfe machen. Das heißt, die würden dann selber dieses System lernen. Und es geht mir dabei einerseits um die kognitiven Fähigkeiten der Interaktion, der Kommunikation, die eigentlich unser Kleingruppen, Betriebssystem im kleinen dialogischen Raum sucht, ja, was völlig hinten runterfällt in den Schulen. Und es geht aber auch gleichzeitig um die Rückbindung an die Gesellschaft, an die Strukturen. Also sozusagen, ohne die jetzt kennengelernt zu haben oder gelernt zu haben, entfremdet mich dieses System von sich selber. Ja. Und also wenn ich eine Schule habe, die nur auf Konformität aus ist und dann noch eine Technologie oder Strukturen, die mir undurchschaubar sind, also sprich China, ja, dann habe ich nur noch anpassungsfähige Ameisen oder aber keine Menschen mehr später. Danke. Ich fand das plausibel, was Sie gesagt haben. Ich bin nun leider kein Pädagoge oder kein Erziehungswissenschaftler, um nun sagen zu können, wie fruchtbar man das in der Erziehung einbauen könnte, dieses Demokratielernen, das Sie hier vorschlagen und die frühere Beteiligung junger Menschen am demokratischen Prozess. Ich glaube aber, dass das Internet Möglichkeiten gibt, in spielerischen Anwendungen sowas kennenzulernen, sowas auch schon sehr viel früher zu trainieren, in Simulationsspielen, um dann auch vielleicht frühzeitiger auch zu verstehen, was Demokratie ist und wie Demokratie funktioniert. Aber das ist leider nicht mein Bereich. Danke.
dass Monopole vielleicht nicht besonders demokratiefördernd sind, wie wir wissen. Aber darauf vielleicht ganz am Schluss noch. Schauen wir mal bei Twitter vorbei, bitte, Frau Werner. Sie brauchen ein Mikrofon. Ne? Genau. Alle, die sich über den Livestream zu uns geschaltet haben, sollen natürlich auch zu Wort kommen. Wir haben jetzt einige alle? Fragen über den... Das haben wir anders diskutiert gerade. Wir haben jetzt einige gerade ausgewählte eben. Fragen über den Hashtag Digital Society eingesammelt. Erst einmal eine Grundsatzfrage, Herr Neuberger. Kann man überhaupt von dem Internet als ein Medium sprechen? Können wir die Online- und Offline-Welt unterscheiden? Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Ist das Internet ein Medium? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich halte das für eine etwas müßige Debatte. Ich hatte es angedeutet in meinem Vortrag. Man kann zwischen technischen Medien, institutionellen Medien unterscheiden. Und diejenigen, die sagen, das Internet ist kein Medium, sagen, es mag zwar vielleicht eine einheitliche technische Plattform sein, aber das, was daraus gemacht wird, ist so vielfältig, ist so heterogen. Ich hatte es ja versucht, in meinem Vortrag deutlich zu machen, dass wir innerhalb des Internets eine Vielzahl von einzelnen Medien haben. So kann man vielleicht argumentieren. Wir haben einen Bereich des professionellen Journalismus, wir haben den Bereich der sozialen Medien und so weiter. Ist letztlich eine müßige Frage, wenn man eigentlich immer nur präzise beschreibt, was eigentlich gerade das Objekt der Forschung ist und was man eigentlich genau untersuchen muss. Wahrscheinlich würde man am weitesten kommen, wenn man sowas wie ein Ebenenmodell entwickeln würde. Der zweite Punkt war die ob man die Online- und Offline-Welt unterscheiden kann. Also auch das ist längst eine Vereinfachung, von der man sich verabschieden muss. Das hatte ich ja versucht auch deutlich zu machen, dass es da längst eine Verschmelzung gibt. Abgesehen davon waren die Begriffe Offline und Online noch nie korrekt verwendet. Es gibt Online-Medien, es gibt Offline-Medien. Online heißt, dass es eine permanente Verbindung zwischen Sender und Empfänger gibt. Hörfunk und Fernsehen waren auch in ihrer analogen Form immer Online-Medien, während die Zeitung ein Offline-Medium war. Es hat sich eingebürgert, von der Offline-Welt zu sprechen. Damit meinte man alles jenseits der Medien. Also insofern sind auch die Begrifflichkeiten hier schon überhaupt nicht richtig gewählt. Dann eine weitere Frage. Welche Anreize können wir setzen, damit Social-Media-Betreiber Formate mit hoher Diskursqualität entwickeln? Denn oft widerspricht das dem Geschäftsmodell, fragt jemand auf Twitter. In der Tat ist die Frage, wie kann man sowas monetarisieren, wie kann man Forum monetarisieren, dass da jemand moderiert und dafür sorgt, dass da gesittet diskutiert wird, auf hohem Niveau diskutiert wird. Kann man da ein Geschäftsmodell entwickeln? Ich habe da so meine Zweifel. Es gibt ganz wenige Beispiele, dass Leute dafür bezahlen müssen, dass sie mitdiskutieren dürfen. Halte ich für problematisch, weil das dann wieder so eine Einschränkung liefert. Nur die Bürger, die dafür bezahlen können, haben dann Zugang zu diesen Foren. Aber es ist in der Tat die Frage, ob sowas im Unterschied jetzt zu journalistischen Artikeln, wir kennen ja normalerweise, es ist ja so, dass das eine Zeitungsausgabe geschaffen wird, die liegt dann am Kiosk, die nimmt dann in Empfang, dann hat man ein fertiges journalistisches Produkt, für das man auch dann zahlungsbereit ist. Aber was ist eigentlich eine Diskussion, die sich da über Wochen, Monate hinzieht? Also es ist schwer, da ein Produkt zu erkennen, das man dann irgendwie vermarkten kann. Deshalb, glaube ich, sollte man sich da am ehesten Gedanken machen über nichtmarktliche Formen der Finanzierung. Deshalb hatte ich vorhin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angesprochen, für den das ja eine wichtige Aufgabe ist. Wobei ich finde, dass solche Foren möglichst unabhängig betrieben werden sollen. Ich glaube, es sollte nicht unbedingt die Aufgabe sein von Parteien oder auch von anderen politischen Institutionen. Ich glaube, es ist gut, wir haben da unabhängige Plattformbetreiber. Dann ist gerade noch eine weitere Frage von Uta reingekommen. Ihre Beschreibungen bezogen sich vor allem auf den hiesigen Kulturraum und dessen Institutionen. Welche Forschungsperspektive würden Sie übergreifend entwickeln? Ja, international vergleichende Forschung ist tatsächlich beschränkt auf Europa, Nordamerika, begrenzt Asien noch, andere Kontinente kommen kaum oder gar nicht vor. Das ist tatsächlich noch ein Defizit. An unserem Institut in München läuft die größte international vergleichende Journalismusbefragung, Words of Journalism, des Kollegen Thomas Hanitsch, der ist mittlerweile, und ich vermute, er hat das größte Netzwerk, das es überhaupt gibt, aufgebaut, 80 Länder beteiligt sind, wo
parallelisiert, soweit es geht, zeitlich parallelisiert mit dem gleichen Fragebogen Journalistinnen und Journalisten befragt werden weltweit. Das ist ein Beispiel dafür, dass es doch gehen kann, zumindest im Bereich der Journalisten. Und dann hätten wir da auch bessere Befunde. In der Tat, der Verdacht, der da mitschwingt, ist der, dass es in Kulturkreisen, Sprachräumen deutliche Unterschiede gibt in der Aneignung des Internets. Das können wir allein in den Ländern, in denen viel geforscht wird, schon sehr deutlich erkennen, dass wir da ganz unterschiedliche Entwicklungspfade haben, nicht nur was jetzt Reichweitenzahlen angeht, das in den USA, die ja oft Vorreiter sind, soziale Medien sehr viel mehr genutzt werden, Deutschland relativ weit hinten ist. Die Zahlen des Reuters-Instituts, die ja auch jährlich mittlerweile auch in 36 Ländern ja repräsentative Befragungen machen, werden da auch Jahr für Jahr mehr. Da auf der Seite des Publikums, da werden also repräsentativ Internetnutzer befragt, sagen da auch schon sehr vieles darüber aus. Wobei da mittlerweile, wenn ich es recht weiß, neben Europa den Nordamerika, auch lateinamerikanische Länder, asiatische Länder beteiligt sind. Also das sind so Netzwerke, die sich so langsam bilden und die uns einen immer weiteren Einblick geben in das, was in verschiedenen Ländern passiert. Ich würde jetzt gerne noch einmal in den Saal gehen, kurz, bevor wir vielleicht noch ganz kurz auf Twitter zurückkommen. Wir haben ungefähr noch 12 Minuten, dann sind die 120 auch um. Ich brauche noch 3 am Schluss für ein paar Fragen und die Abmoderation in der zweiten Reihe, der Herr zweiter Platz von links. Gleich hier. Ja, Alexander Spieß von der Piratenpartei. Mhm. Ich habe eine kurze Frage, und zwar, Sie hatten ja die Filterbubbles angesprochen. Ich glaube, das Internet bietet ja die Möglichkeit, sich auch über gegenteilige Meinungen leichter zu informieren. Man ist eigentlich nicht mehr so in der Print-Filterbubble. Man kann auch mal woanders hinklicken. Haben Sie das untersucht, inwieweit das tatsächlich auch vorkommt? Also das wäre quasi die Gegenthese, dass wir uns nicht zurückziehen in die Echokammer und uns nur mit den Gleichgesinnten austauschen und uns gegenseitig bestätigen. Dazu gibt es in der Tat Studien, also etwa eine neue von Fletcher und Nielsen, die haben eben mit diesen Daten gearbeitet, das Reuters-Institut, und die sagen, das sind Daten, die sich auf Google beziehen, das ist eigentlich Horizont erweitern. Das gibt auch Facebook-Studien, die sagen, dass Facebook ganz im Gegenteil uns auch mit Dingen konfrontiert, nach denen wir nicht gesucht haben, dieser Serendipity-Effekt. Mhm. Das hängt, glaube ich, auch stark davon ab, wie man das Internet dann auch jeweils nutzt, dass es eben auch sowas wie eine Wundertüte sein kann, Überraschungseffekte für uns bereithält und den Horizont erweitert und wir auf Dinge stoßen, nach denen wir nicht gesucht haben, in der Tat. Deshalb versuche ich das auch zu relativieren, und wir müssen da auch, glaube ich, und da muss man, glaube ich, auch in der Forschung noch differenzierter herangehen, sehr viel stärker die verschiedenen Gruppen unterscheiden, die Arten des Nutzungsverhaltens, die soziodemografischen Variablen, die unterschiedlichen Einstellungen und so weiter. Ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein mit Pauschalierungen. Also wir haben durchaus Studien, die genau das zeigen, was Sie beschrieben haben. Gibt es noch eine Meldung? Gibt's noch eine Frage? Ganz hinten. Ja. Ja, vielen Dank auch von mir für den tollen Vortrag. Meine Frage ist ganz kurz. Produziert die digitale Gesellschaft neue Inklusions- und Exklusionsmuster oder werden die bestehenden quasi reproduziert? Und was kann die vergleichende Medienforschung dazu beitragen, die den Begriff der Öffentlichkeit eben nicht nur abstrakt hält, sondern auf Basis des Publikumsbezug einzelner Medien vielleicht uns tatsächlich sagen kann, dass der All-Inclusive-Anspruch des Internets oder einzelner Medien eben nicht zutrifft? Das würde mich einfach in Bezug auf die Soziodemografie nochmal stärker interessieren als quasi die politische Formel des Digital Divides, die sozusagen noch nicht empirisch genug ist. Ja, wobei diese Forschung zum Digital Divide mittlerweile schon sehr stark ausdifferenziert ist. Es ist richtig, dass Ausgangspunkt die Frage der politischen Information und der politischen Beteiligung war. Da hatte ich ja kurz zumindest darauf hingewiesen, auf das, was man dazu sagen kann. Da das Internet aber ja zu jedem Thema irgendwas zu bieten hat und Möglichkeiten eröffnet in allen Lebensbereichen, ist natürlich eine Frage, die man an vielen anderen Stellen auch stellen muss. Wer
rein unter ökonomischen Aspekten ist in der Lage, im Internet die Schnäppchen zu finden bei Reisen auf eBay oder sonst irgendwas. Das sind ja auch, sind auch Kompetenzen, die die Gleichheit und Ungleichheit betreffen. Also der kompetente Umgang mit dem Medium. Man müsste jetzt hier wieder ins Detail gehen, und ich fürchte, ich kenne da auch einen Großteil der Studien gar nicht, die sich damit beschäftigen. Zum Teil werden, glaube ich, so diese Inklusions- und Exklusionsverhältnisse reproduziert. Also sozioökonomischer Status spielt da natürlich auch eine erhebliche Rolle. Wobei dann nochmal sowas wie Internetkompetenz dazukommt, der versierte Umgang mit dem Medium. Interessanterweise ist jetzt, und das ist allerdings wieder auch ein Befund aus dem Bereich der politischen Partizipation, da ist es so, dass die jungen Leute unabhängig vom Bildungsgrad stärker beteiligt sind. Da haben wir also eher so Altersunterschiede und da schlägt dann der Bildungsgrad nicht so stark durch. Also man kann da zum Teil durchaus auch ausgleichende Effekte finden, aber im Wesentlichen, glaube ich, kann man sagen, ich denke da jetzt vor allem an eine Studie in Deutschland zur politischen Partizipation von Emma Fowe-Wolling, die das sehr gründlich untersucht haben in einem Panel über viele Jahre hinweg, dass im Wesentlichen das reproduziert wird und dass wir auch im Internet nur eine kleine, sehr aktive und partizipativ agierende Gruppe haben und dass das Internet nur, weil die Möglichkeit besteht, nicht dazu führt, dass sich nun plötzlich alle beteiligen. Ich rede jetzt wieder von der politischen Beteiligung, weil wir da auch die meisten Befunde haben. Ich würde jetzt gerne einmal noch auf Twitter gehen, oder bevor ich die letzten zwei Fragen selber stellen möchte und Sie zum Drink entlassen. Haben wir noch was naturgemäß Kurzes? Das Medium spielt da natürlich tatsächlich eine Rolle in dem Fall. Ein User möchte noch wissen, welches Potenzial hätte ein Internetausweis, um demokratiefeindliche Äußerungen und Einstellungen durch sozialen Druck zu begrenzen? Ja, das ich bin da skeptisch. Wenn ich es richtig begreife, geht es darum, dass man also nicht anonym agieren kann, nicht pseudonym agieren kann, dass man seine Identität offenlegen muss, sich ausweisen muss, seine Identität offenbaren muss, bevor man mitdiskutieren kann. Grundsätzlich ist es gut, wenn man mit dem eigenen Namen für das einsteht, was man sagt. Das erhöht, glaube ich, auch die Verantwortung und man hat dann nicht mehr die Möglichkeit, sich einfach aus der Situation hinauszustehlen. Aber ich glaube, was immer jetzt genau mit diesem Ausweis gemeint ist, da würde ich jetzt die Anforderungen nicht zu hoch setzen. Wir kennen ja auch, das ist ja eine Debatte, die Frage der Anonymität im Internet, wir kennen ja auch Situationen, wo das auch zum Nachteil sein kann, wenn ich mit Klarnamen auftrete, weil ich dann identifizierbar bin, also Szenarien in autoritären Staaten, wo ich dann auch bedroht werde, wenn ich preisgebe, wer ich denn bin. Oder es reicht aber auch schon aus, wenn dann mein Status als solcher erkennbar wird. Auch das kann zum Problem werden. Also das ist eine etwas diffizile Debatte. Ausweis würde ich nicht verlangen. Noch eine bitte. Weitere Frage hat uns noch über Facebook erreicht. Was ist die neue Rolle der Wissenschaft in einer digitalen Gesellschaft vor dem Hintergrund von alternativen Fakten und Fake News? Machen wir nochmal zwei Stunden, ne? Ja, da könnten wir jetzt nochmal anfangen. Ich hatte gerade letzten Freitag hier ein Treffen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, wo sich zum dritten Mal eine Arbeitsgruppe konstituiert hat, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, wie unter den neuen digitalen Verhältnissen sich das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit, Wissenschaft, Gesellschaft wandelt. Ausgangspunkt sind dann natürlich auch wieder Problemdiagnosen, die Angriffe gegen die Wissenschaft, die auch da die Vermutung zumindest, dass es sowas wie einen Vertrauensverlust gibt, alternative Wahrheiten, die im Internet auftauchen, Verschwörungstheorien und so weiter. Das sind zum Teil, glaube ich, auch so defensive Reaktionen. Auf der anderen Seite sollte man da aber auch die Chancen unbedingt sehen, sowohl in der Wissenschaft selbst, dass es da einfach neue Formen gibt des Publizierens, des Diskutierens, die auch die Qualität verbessern können, die mehr Transparenz schaffen. Citizen Science ist auch so ein Beispiel, wie man auch Bürger beteiligen kann an Forschungsprojekten. Das ist auch eine
Spannende Frage. Es betrifft aber auch das Verhältnis dann zwischen Wissenschaft und der großen allgemeinen Öffentlichkeit. Und da würde ich jetzt auch mal die positiven Aspekte hervorheben. Auch da gibt es dann die Möglichkeit, dass Bürger sich besser informieren können. Wir denken jetzt mal nicht an den Patienten, der vorher schon, bevor er zum Arzt geht, schon Papers gelesen und missverstanden hat. Gleichwohl gibt es aber dann Möglichkeiten, wie man gut professionell informieren kann, einen tieferen Einblick geben kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, diese moralischen Fragen, die ja mit vielen Themen zu tun haben, Gentechnik und viele andere Fragen, dann auch in einem größeren Kreis dann zu diskutieren, wo dann auch Bürgerinnen und Bürger stärker beteiligt sind. Vielen Dank. Ich habe noch zwei kurze Fragen, wenn Sie es können, bitte beantworten Sie auch so kurz, wie ich sie zu stellen versuche. Es ist quasi eine persönliche und es ist eine in die Zukunft gerichtete. Wir versuchen ja auch immer stark über Handlungsmacht des Einzelnen nachzudenken. Wir haben von Ihnen da auch viel gehört, was zum Beispiel die Experimentierfreudigkeit des Gesetzgebers angeht, was Eingreifen in Kommentare angeht von Journalisten, aber auch von ganz anderen Usern, was neue Öffentlichkeiten, die dann doch nur Teilöffentlichkeiten angeht, wo quasi nicht jeder mitkommentieren musste. Das war alles sehr konkret. Wie halten Sie es persönlich? Greifen Sie ein auf Facebook, diskutieren Sie mit, kommentieren Sie? Ja, allerdings im begrenzten Umfang. Das ist jetzt so eine entlarvende Frage. Ich weiß, es gibt Kollegen, die machen das sehr, sehr intensiv. Ich habe gerade eine Dissertation betreut zum Personal Branding von Wissenschaftlern. Also die Frage, wie man den Druck spürt, selbst permanent präsent zu sein auf Twitter, auf Facebook oder ResearchNet und so weiter. Es gibt ja spezielle Wissenschaftsplattformen auch. Der Nachwuchs spürt das. Also da geht es auch nicht mehr darum, nur darauf hinzuweisen, dass man gerade was publiziert hat, einen Tagungsauftritt irgendwo hatte, sondern auch sich zu vernetzen. Also ich will sagen damit, ja, es ist wichtig und offenbar glauben die jungen Leute auch, dass es für die Karriere wichtig geworden ist. Und da sehe ich allerdings dann auch gewisse Probleme, weil dann irgendwie das soziale Kapital, das man glaubt, dann sehr frühzeitig dann zu schaffen, indem man sich mit möglichst viel vernetzt und auch im permanenter Druck rund um die Uhr auch präsent zu sein, da eigentlich dann auch nicht mehr produktiv ist, dann auch für das wissenschaftliche Ergebnis. Also auch da steckt eine gewisse Ambivalenz drin. Damit bin ich Ihrer Frage ausgewichen, was ich selbst mache. Ich bin da sehr dosiert. Ich habe das so interpretiert, dass Sie es sich mittlerweile leisten können, auch mal abzuschalten, der Nachwuchs aber nicht unbedingt, oder? Ja, vielen Dank. Ja, sehr schön. Dann vielleicht eine zukunftsgerichtete Frage ganz zum Schluss. Sie haben ja McLuhan umgedreht und haben dabei Castells zitiert, die erste Veranstaltung dieser Reihe. Und hat gesagt, nein, es ist nicht das Medium, das die Botschaft formt, sondern es ist heute tatsächlich umgekehrt. Jetzt ist es wirklich so, dass viele Leute, ganz normale Leute, wirklich unter Hate Speech leiden, auch halböffentliche oder gar nicht so sehr öffentliche Figuren da Mühe haben. Facebook und auch andere soziale Netze sind zu reinen Affektmedien geworden. Und ich würde da nochmal einen Schritt wagen zu sagen, der Schritt vom Text zum Link, zum Bild, zum Video spielt da wahrscheinlich doch eine gewisse Rolle, dass das Video quasi auch eine direktere Ansprache sein kann, natürlich immer im Zusammenhang mit einem Text, um solche Affektmengen mit so einem Suchtpotenzial auch tatsächlich auszulösen. Nun haben wir es wirklich mit Monopolen zu tun, wie wir sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben in der Mediengeschichte. Können all die Sachen, die Sie vorgeschlagen haben, als Experimente, um Öffentlichkeit neu zu organisieren, in einer derart monopolistischen Landschaft überhaupt umgesetzt werden? Ja, jetzt haben wir nicht mehr sehr viel Zeit. Sie haben zwei Punkte angesprochen. Einerseits die Rolle von Affekten und wie weit die gefördert werden jetzt auch durch Visualisierung. Auch vielleicht deshalb, weil man auf Twitter nur 140 Zeichen oder jedenfalls nur kurze, 280 sind es, dass man quasi nur kurze Mitteilungen verschicken kann, die natürlich zu einer gewissen Pointiertheit führen und vor allem honorieren ja diese Intermediäre, diese Plattformen, dann auch solche sehr emotionalen, pointierten, aggressiven Botschaften, weil die einfach mehr Klicks bringen und das ist ja auch rein ökonomisch gesehen, ist das dann auch von Vorteil. Und das ist genau die Gefahr, die wir im Moment haben, dass wir uns so sehr diesen Intermediären ausliefern. Und ich sehe das auch mit einigen Bedenken. Wir haben dazu auch Redaktionsbefragungen gemacht, wie stark Tageszeitungen
Rundfunk, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, diese Plattformen dann auch nutzen für ihre Aktivitäten und sich damit ein Stück weit auch den dortigen Regeln ausliefern. Und sei es nur in die jetzt was passiert, wenn sie 40% weniger Traffic haben, wenn eben mal der Algorithmus ja, genau, Sie hatten wird, sie ne? angesprochen, die Veränderungen, die da stattfinden, aber auch, dass man das diesen Unternehmen überlässt, die Hausordnung festzulegen und auch die Formate sind ja damit auch vorgegeben. Klar, ich meine, man weiß, weshalb sie das machen. Dort erreicht man das Publikum, weil vor allem die jungen Menschen sich mittlerweile dort aufhalten. Für Alternativlösungen, man denke nur an die lange Geschichte und das viele Geld, das investiert wurde in eine europäische Suchmaschine. Ich glaube, da gibt es schon Gründe, weshalb das nicht passiert, aber man sollte da, glaube ich, durchaus vorsichtig sein und nicht alles dann eben auf diesen Plattformen machen. Sehr viel stärker um die Zukunft, um künstliche Intelligenz und Algorithmen geht es in der nächsten Ausgabe am 12. März mit Elena Esposito aus Modena und Bielefeld. Und wenn ich Bielefeld sage, dann klingeln schon die Glocken bei den meisten. Zweimal ist der Name Luhmann schon gefallen heute Abend. Also wir werden es mit einer Systemtheoretikerin zu tun haben und der Zukunft der Algorithmen, die wir jetzt am Schluss so ein bisschen gestreift haben. Bevor wir aber aufhören, habe ich hier hinten noch ein Geschenk verpackt. Es ist quasi eine Blackbox oder eine Greybox, sie ist sehr schwer. Ich glaube, da ist das halbe Internet drin versteckt, ich weiß es aber nicht so genau und möchte Ihnen nochmal herzlich danken für die Reise und für den sehr klaren Vortrag und Ihre Bereitschaft zur Diskussion. Christoph Neuberger, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Bitte sehr. Ja.